Dann herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Seid gegrüßt, ihr Freunde des gepflegten Kauleistenmassierens und in Zeitlupe rückwärts beidhändig ballernd die Treppen runterrutschens. Wir sind actionfreunde.de. Ich bin der Sergej. Du bist Dominik, der Dominik aus der schönen Schweiz. Hallo, grüßt euch. Genau. Wir haben uns zusammengeschlossen zu dieser internationalen Kollaboration. Nürnberg und Basel haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam über die guten alten Zeiten zu sprechen, die der Reagan-Film-Ära, Actionfilme und Co. Ja, genau. Liebe Grüße aus der Schweiz, Sergej. Und ich will mich gleich mal vorab entschuldigen bei allen Zuhörern für all die Helvetismen, die ich gebrauchen werde. Das heißt parkieren, grillieren, Morgenessen und so weiter und so fort. Tut mir wahnsinnig leid. In der Schweiz reden wir ein bisschen anders, aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Aber wir reden ja über ein wunderbares Topic wie Actionfilm und da finden wir schon einen gemeinsamen Nenner, oder? Genau, ja. Was ist unsere erste Folge, Sergej? Was ist das Erste, was wir zusammen in unserer... Ja, was ist das Erste? Womit können wir dann hier diesen Irrsinn beginnen? Ne? Ich habe mir gedacht, es muss irgendetwas sein, dass es nicht zu langweilig ist, weil man will ja schon so ein bisschen eine Duftmarke setzen am Anfang. Gleichzeitig will man auch nicht, dass das beste Pulver gleich zu Beginn verschießt. Okay. Und ein guter Mittelweg wäre auch deswegen, weil ich gesehen habe, dass ich habe noch keinen Podcast über genau dieses Thema gesehen. Erst recht keinen deutschsprachigen Podcast. Also dachte ich mir, wir widmen jetzt unsere erste Episode, unsere Pilot-Episode, dem guten, dicken Mann mit dem Schwänzchen hinten dran, mit dem Ponytails, dem guten, in Anführungsstrichen, Steven Seagal. Genau, das fand ich großartig, dass die Idee von dir kam, nicht von mir, denn es wäre typisch, wäre sie von mir gekommen, denn ich bin bekannt als Seagalloge, ja, also... Du bist bekannter Seagalloge und lustigerweise, ich bin nicht bekennender, aber eigentlich ist er bei mir nicht so hoch im Kurs, der gute Mann. Ich kann ihn im Vergleich zu einem Van Damme, Schwarzenegger oder Jackie Chan, kann ich bei Seagal jetzt nicht von Kindheitserinnerungen oder von einem Kindheitshelden sprechen. Dennoch war er für mich immer auch in jungen Jahren präsent. Man hat ihn mitbekommen. Ich habe, mein Lieblingssender war ja damals Pro7. Und ich habe regelmäßig den Sender geguckt und die TV-Commercials mir angeguckt. Und auch die TV-Spielfilme habe ich mit Argus-Augen durchforstet. Und wie gesagt, da ist mir der Mann das Gesicht schon begegnet. Und ich hatte natürlich, genauso auf jeden anderen Actionfilm, wenn ich Bock, wie auch auf einen Seagal. Ich meine, ich habe da den Trailer zu Deadly Revenge gesehen und schon war ich sold. Ich musste es sehen. Der hat wunderbar in mein Beuteschema gepasst. Ja. Also es hat schon ein Kerl gereicht mit irgendwie blutverschmierter Fresse und stählernem oberkörperfreien, nackten Oberkörper, wahrscheinlich am besten noch glänzend glasiert und schon musste ich sehen. Bei Seagal ist das jetzt nicht der Fall, der hat sich immer gern gut gehüllt, bei dem hat einfach schon sein Charisma gereicht, sein Gesichtsausdruck, um dass ich gekauft werde, weil sowas wollte ich einfach sehen, so kantige, harte Kerle. Ja, und trotzdem der Zufall hat es halt einfach ergeben, dass ich tatsächlich damals nie vollständig einen Seagal-Film gesehen habe, obwohl ich viel Kram damals gesehen habe. Ich hatte einen Onkel, der, du darfst auch gleich, ich hatte einen Onkel, der sehr Van Damme besessen war und hat alle Filme gehabt, der andere hat alle Schwarzenegger-Filme und Stallones gehabt und ich habe das alles geguckt und zufälligerweise war irgendwie Seagal da nie so richtig dabei oder ich habe mich halt mehr für die anderen Sachen einfach interessiert. Aber ich kann mich zumindest erinnern, mal als Kind auf brennendem Eis gesehen zu haben, zumindest zum Teil bei einem Nachbarn. Konnte wahrscheinlich nicht zu Ende gucken, weil mich dann die Mama heimgerufen hat. Ja, aber ich kann mich halt an die glorreiche Szene erinnern, über die werden wir später wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, wo irgendein Typen da ein bisschen in der Bar zurechtweist und so ein bisschen vorführt. What does it take to change the essence of man? Großartige Worte von einem großartigen Menschen. Bei mir war es ja so, ich kam zu Steven Seagal per Zufall. Und zwar haben alle meine Freunde in der Schule, die haben vorwiegend Van Damme geschaut oder Michael Dudikoff. Und
Oh, Michael Dudikoff, habe ich auch was zu sagen. Ich habe da mal einen Film versucht zu schauen damals, als ich noch, da war ich 13 Jahre alt, hat mich nicht die Bohne interessiert. Mhm. Und bei Van Damme war es einfach so, wenn alle Schulidioten ihn mögen, dann konnte ich ihn nicht mögen. Also genau. Das heißt, man will ja ein bisschen aus der Reihe tanzen. So habe ich mir halt irgendwie meine eigene Nische gesucht und kam dann, und vielen Dank an meinen Freund Patrick, der hat mir damals, das Tape war noch brandfrisch, Alarmstufe Rot 2 ausgeliehen. Welch ein Zufall, dass ich die gerade gestern gesehen habe. Gute Wahl. Und habe den gesehen, habe den Seagal noch nie zuvor gesehen. Ich war 13, 14 Jahre alt und war von diesem Film sowas von begeistert, dass ich ihn gleich noch ein zweites Mal gesehen habe. Ja, mit 14 Jahren macht man das, dann kann man einen Film zwei, dreimal hintereinander schauen. Gab noch kein Netflix. Das kann ich toppen. Und dann das... An einem Tag? Ja, mindestens an einem Tag. Ja, klar, das... Ja, ja. wir konnten damals Filme ausleihen bei einer Bibliothek, ich glaube für zwei Tage oder so. Und zwar gratis. Und deswegen musstest du... Und da muss man natürlich die 2,50 € muss man natürlich ordentlich ausnutzen. Ja, absolut, ne? Absolut. Und ich wusste damals nicht mal, dass es eine geschnittene Fassung war. Das war mir nicht bewusst. Ich habe mich damals noch nicht so für Filme interessiert. Wir sind jungfräulich rangegangen. Und habe dann einfach dieses FSK 16-Vehikel geschaut und dachte, boah, ist das geil. Der Typ, der hat einen Kampfstil, der hat einen Ausdruck, der macht keine Fratzen wie der Van Damme und auch keinen Rumgehampel wie der Lundgren, keine Ahnung. Ja, ich bin Seagal. Also habe ich versucht, in meinen damals jungen Jahren alle Seagal-Filme zu finden, die es gab. Und das war eine richtig geile Journey, bis ich alle bis zu dem Moment einmal hatte. Das war richtig eine coole Geschichte, wenn du in der Schweiz wohnst und du musst Filme kaufen, bist 14 Jahre alt, Filme ab 18 kaufen, das war eine richtig geile Erfahrung. Das war toll, ich hab's geliebt. Und dann kam die 2000er. Dann kam das. Also was wirklich das egal war, bei mir in meinem Freundeskreis, ich habe die Videos organisiert. Das waren damals noch Videos und keine DVDs. Und die gingen dann rum. Also ich habe die ausgeliehen an zwei, drei Leute. Und alle waren, boah, wie geil, Alarmstufe Rot, auf brennendem Eis, super. Und dann war irgendwann fertig. Das war etwa 1998 rum. Dann war fertig. Dann kam einfach mal nichts mehr. Und oder ja, es sagt mir so, es... ich könnte jetzt sehr ausführlich darüber reden, wie ich die Videobänder zu Fire Down Below und The Patriot bekommen habe. Also bei The Patriot, das war der erste Film von Seagal von 1998, der nach seiner langen Periode bei Warner Brothers entstand. Ja. Kurze Zwischenunterbrechung. Es gibt doch auch aus dem Jahre 98 einen Film, der Patriot ja, mit gibt. Ja, und der ist verdammt gut auch. Das den mag ich sehr übrigens. Komisch. Der Pat. Da muss man also aufpassen, wenn man nach einem Film namens Patriot aus dem Jahre 98 absolut kommt. Richtig. Danke fürs Aufmerksam machen. Ja, das ist richtig. Mel Gibson's Patriot ist großartig. Seagals leider nicht so. Gut, wenn man Seagals Filmografie rückwärts jetzt mal so betrachtet in den letzten 20 Jahren, ist Patriot ein Meisterwerk. Aber da kommen wir noch dazu. Er musste diesen Film damals quasi selbst finanzieren, so wie ich es mitbekommen habe, hat es ziemlich independently auf die Beine gestellt und das sieht man dem Film leider auch an. Und dann war drei Jahre nix, da kam nichts mehr. Und ich weiß noch damals, ProSieben, Galileo hat gemeldet, Action-Schauspieler Steven Seagal will keine gewalttätigen Filme mehr machen, Buddhist, bla bla bla. Und ja, da war der Mann eigentlich weg vom Fenster. Bis Exit Wounds kam. Bis... Hast du Exit Wounds gesehen? Der große, den habe ich jetzt nicht gesehen. Da, wenn mir zu vielen Beispielen kommt, was ich nicht gesehen habe und was ich nachgeholt habe, darf ich mal kurz unterbrechen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir bei unserer Einleitung einen wichtigen Punkt vergessen haben, den ich noch einführen wollte. Ich wollte ja generell für jede zukünftige Episode, für jede Episode eine Tradition einführen. Die habe ich jetzt in dieser Episode fast vergessen. Wir haben ja ausgemacht, dass wir... jede Folge beginnen und beschließen mit einem Mini-Filmquiz, in dem wir einen bestimmten Film kurz anteasern, grob umschreiben und es dann dabei erstmal stehen lassen. Du darfst dann raten oder abwechselnd auch ich dann, wenn du dran bist. Du darfst raten, welches Film es sich handelt, aber im Kopfe nicht gleich sagen. Das werden wir dann nämlich am Ende der Episode auflösen.
Genau, und ich habe mir auch für diese Folge was vorbereitet. Du weißt doch, beim letzten Mal, da hab, testweise, da habe ich dich ja herausgefordert, indem ich einen Film umschrieb mit einem US-Teenager mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, der eine Klassenfahrt nach Europa hat und dort versucht, irgendwie dort sich ein bisschen Klassenfahrtromantik erhofft mit seinem Klassenschwarm. Leider kommt ihm da sein Leben aus der Heimat. Es holt ihn quasi dort auch in Europa ein und vermasselt ihn ein bisschen die Tour. Welcher Film war das noch? Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe es nicht abgeschrieben. Das Spider-Man Far From Home. Ja, genau, und so will ich das irgendwie in jeder Folge handhaben, dass wir dann quasi einen Film so ganz grob umschreiben, ne? Dass man sagt, okay, jetzt wäre ich anhand der Formulierung vielleicht nicht drauf gekommen, aber doch fast, ne? Okay, aber es soll nicht nur bei solchen Beschreibungen sein, jetzt der Film, den ich mir jetzt für diese Pilot-Episode ausgedacht habe. Es kann ja alles Mögliche sein, es kann ja auch das sein, was du zuletzt gesehen hast. Es geht einfach nur darum, was dir mal so in den Kopf fliegt. Ich weiß nicht, warum mir dieser Film in den Kopf geflogen ist, aber der hat mich jetzt die letzten Tage nicht losgelassen. Eine Szene, die ich nicht vergessen werde. Achtung. Es ist ein Zitat aus dem Film. Hattu, ziggity, bom, boom, hattu. Hattu, ziggity, bom, boom, hattu. Nee. Sagt ihr nichts? Nein. Gar nichts? Okay. Ich betone nochmal, wir müssen uns bei diesem Quiz nicht unbedingt im Actionfilmfach aufhalten. Das kann wirklich alles Mögliche sein. In dem Fall haben wir es mit einer Komödie zu tun aus dem Jahre 1991 von einem großen Mann, der so in dem Film sowohl Hauptdarsteller als auch Regisseur ist. Er ist irgendwie einer der 15 wenigen Personen auf der ganzen Welt, die es geschafft haben, 4 wichtige Filmpreise, den Oscar und den Saturn Award und noch welche. Ich muss mal nachschauen, zu holen. Also ein ganz großer, bekannter Mensch, auch schon sehr alt, fast 100 Jahre alt. Ja, der lebt noch. Der ist schon echt über 90. Okay, jetzt habe ich schon mal heiß gemacht und wir werden das am Ende der Episode auflösen. Ich bin sehr gespannt. Bin gespannt, wenn du den Film kennst. Eigentlich ist er schon, zumindest der Mensch dahinter, sehr spannend. Ist sehr bekannt. Sollte sehr bekannt sein. Ich mache für den Rest der Folge nichts mehr, einfach erst alles überlegen, weil ich das kenne. Ach nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, aber in Zukunft werden wir das Ganze am Anfang einer Episode packen und nicht so dazwischen. Aber verzeiht es uns bitte, wenn wir es jetzt bei der Pilot-Episode ein bisschen vergeigt haben. So, egal. Zurück zu egal. Er ist geboren 1951 oder 52 oder 53. Es kommt immer darauf an, welche Quelle man so genau nimmt. Ja. Echt? Ich kenne nur die 51er-Quelle. Meiner Meinung nach ist er offiziell 51 geboren und Stand heute, Mai 2020, 69 Jahre. Krass, das ist 69. Oh, krass, okay, das ist schockierend. Echt, also echt Opa. Krass. aber Seagal, der ist geboren angeblich, glaube ich, in Chicago irgendwo. Und das ist das Problem bei Steven Seagal. Er hat schon mehrere verschiedene Versionen seiner Vergangenheit erzählt, die teilweise... Da wären wir schon beim Hauptproblem mit bei ihm. ...anderen Aussagen von ihm wieder übereinspringen. Also er hat mal bei Jay Leno gesagt, dass er mal in seiner Jugend hatte er Burger gebraten bei, keine Ahnung, irgendeiner Burgerkette. Das macht aber dann keinen Sinn mehr, dass er schon als Jugendlicher in Japan gelebt hat. Also es macht alles so bei Seagal relativ wenig Sinn. Ja, also das Berühmteste für mich ist ja seine Behauptung, Bruce Lee gekannt zu haben, ihm Dinge beigebracht zu haben. Bruce Lee hat angeblich von ihm gelernt. Und noch viel besser, dass sein Sohn und Bruce Lee's Sohn Brandon gemeinsam irgendwie gut befreundet waren und im Sandkasten gespielt haben. Und du denkst, Moment mal, also wenn man nur ein bisschen Ahnung von den Biografien der Menschen hat, dann leckt man sich schon an den Kopf, muss man nachfragen. Moment mal, Bruce Lee ist gestorben, da war Steven Seagal so noch nicht mal geboren. Das sind fängt so schon an. Diese kleinen Dinge, die das immer so ein bisschen ins Peinliche ziehen, wenn man sagt, ja, ich mag Steven Seagal-Filme. Der Mann hat sich selbst schon ein bisschen ad absurdum geführt. Fakt ist, er hat einen siebten Dan in Aikido. Aikido ist eine japanische Kampfkunst, die effektiv durch Steven Seagal bekannt wurde, zumindest in Hollywood. Ich habe sie zum ersten Mal auch über Steven Seagal kennengelernt. Das ist ein sehr... Genau. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man legitim über Seagal sagen kann. Er ist wirklich gut in scheint, Aikido. Das scheint... Jetzt die Frage, ob Aikido eine richtig gute Kampfkunst ist, das
Das wollte ich gerade sagen. Das Problem ist, dass Aikido ein Haufen Scheiße ist. Um es mal ganz böse auszudrücken. Wie gesagt, ich denke, wenn jetzt ein richtiger Aikido-Meister vor mir stehen würde und ich würde den auspunchen wollen, der würde mich wohl auf die Straße werfen. Das kann schon sein. Ich bin überzeugt, dass Aikido wunderschön anzuschauen ist. Ist wunderschön anzuschauen. Das ist wie ein, fast schon ein Tanz. Es ist ja Energie weiterleiten, bla bla bla. Das ist ja das Problem. Es ist eine darstellende Kunst, ja, genau, wie eine Teezeremonie. Ja, das ist vielleicht. Es ist schön, aber, und das Problem mit, nicht nur mit Aikido, auch mit anderen vielen exotischen Kampfsportarten ist, du kannst damit Leute beeindrucken, die halt nicht kämpfen können. Du kannst damit deine Oma überwältigen. Aber wie gesagt, wenn du es mit einem richtigen, ausgebildeten MMA-Kämpfer zu tun hast oder mit einem, irgendeinem fremden Legionär, den kannst du damit nicht beeindrucken mit deinem, deinen Handwürfen da. Das ist, weil Aikido besteht aus diesen, Demonstrationen Aikido sind immer diese Choreografien, wo die Leute, die attackierenden Menschen quasi bereit sind, quasi sich umwerfen genau, zu lassen und mitspielen. Müssen. Und wie sie Druck geben müssen, ja. das ist genau, genau der Punkt. Und hast du mal Kampfsport gemacht, irgendwas? Ich habe sehr viel Kampfsport gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile ein Veteran. Nein, Quatsch, aber ich habe es mittlerweile aufgehört, aber ich habe früher sehr viel Taekwondo, Wing Chun Kung Fu, Kickboxen und vieles andere auch und Brazilian Jiu-Jitsu auch. Und wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt und auch zum Teil, ich bin auch großer Fan von des Joe Rogans Podcasts, der ist ja auch bekannter Kampfsportler oder vor allem MMA, UFC Kommentator und von dem habe ich dann auch quasi über die Podcasts vieles gelernt. Früher war ich auch ein Fan von Wing Chun, weil südchinesischer Kampfkunststil, sau cool und Ip Man und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe mittlerweile ein bisschen meine rosa-rote Kampfsportbrille abgelegt und festgestellt, ja, da ist einfach viel Quatsch dabei und vieles davon funktioniert einfach nicht in einem echten Kampf. Und das Wichtigste ist einfach, das Gescheiteste, was du machen kannst, wenn es dir um Selbstverteidigung geht, Boxen und Wrestling. Das ist das, was dir wirklich weiterbringt. Und Aikido ist auch schon gemacht. Das war schon sehr lange her. Ich glaube, 2 Jahre habe ich schon gemacht. Und habe danach später mal noch... Cool. Nein. Nicht Aikido. Und habe später noch in Krav Maga reingeschaut, aber bin nach 2 Monaten nicht mehr gegangen irgendwie. Und ja, ich bin auch aber schon der Meinung, dass schon Krav Maga und auch Wing Chun einem Aikido-Stil überlegen ist. Also wenn man nur das Training anschaut, was du hast, das scheint was völlig anderes zu sein. Aber gut. Das ist jetzt mal das eine, ja, aber wir müssen Sigal hoch anrechnen, dass er diese Kampfkunst dem breiten Publikum beherrscht. Er hat es bekannt gemacht und kam so wohl auch irgendwie nach Hollywood. Der hat nämlich bei einem John Frankenheimer Film, The Challenge, durfte er als Martial Arts Instructor arbeiten. Das ist ein Film mit Scott Glenn, wenn du Scott Glenn kennst. Ja, der Regisseur von einem gewissen James-Bond-Film. Du meinst einen anderen. Das ist witzig, mein Kollege macht immer gerne, wir machen immer den gleichen Film, das Scott Glenn und es gibt den anderen Glenn Scott. Ja, aber es ist ein Schauspieler. Und danach kam Seagal zum James Bond, actually. Kam zu James Bond, er kam zum Film Sag niemals nie, auch als Martial Arts Instructor und hat da Sean Connery den Arm gebrochen. Ja, ich wollte es gerade sagen, das habe ich auch dann gesehen. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich ja mir vieles angeguckt. Ich glaube, ich habe mehr Rant-Videos als Filme geguckt. Und irgendwie ist dann Folgendes passiert. Seagal hat Aikido unterrichtet, wohl in Hollywood irgendwo. Und dann kam ein Filmagent zu ihm ins Training, der Michael Ovitz. Und der Michael Ovitz war so begeistert von diesem fast 2 Meter großen Typen mit sehr schütterndem Haar, dass er gesagt hat, hey, aus dir mache ich einen Star. Wie das dann genau ging, wie er es wirklich geschafft hat, dass er Steven Seagal an Warner Brothers verkaufen konnte, da wäre ich gern dabei gewesen. Das finde ich auch interessant, weil ich wollte fast sagen, zu der Zeit war es ja sehr leicht, wenn du ein guter Kampfsportler warst, der auch einigermaßen Charisma hat und den die Kamera liebt, dann war es schon gekauft. Dann, so sind ja die meisten Action-Darsteller bekannt geworden. Es waren Sportler, die dann aber aufgrund ihres Aussehens und Charismas eben in die Filmindustrie geschafft haben. Aber das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Seagal und Norris oder einem Dudikoff,
Und allen anderen, allen anderen eigentlich. Kam direkt auf die große Leinwand als Hauptdarsteller. Der hat, das ist, das finde ich immer noch, ist cool. So die Wahnsinns-Underdog-Karriere eigentlich. Der Typ kommt ja nicht Schauspieler und war nie auf einer Schule für Schauspiel. Der hat einfach Präsenz, hat sehr markantes Gesicht, der hat das Aussehen, er hat die Bewegung, hat damals hat auch noch den Körper gehabt. Und, aber das ist noch kein Grund, um Sergej, du hast ja auch alles, Körper schaust du ja auch irgendwie, ich habe auch Körper, aber wir sind auch noch keine Darsteller, oder? Und der wurde dann einfach zum Actionstar und bekam, und das muss man sehen, von Warner Brothers, das war Warner Brothers, und nicht so ein x-beliebigen Videoverleih, das große Warner Brothers hat Steven Seagal unter Vertrag genommen und hat den ersten Film von ihm, Above the Law, inszeniert. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Aus dem Nichts. Das finde ich ja krass, selbst die bekanntesten und erfolgreichsten Hauptdarsteller, Schauspieler heutzutage haben alle mit kleinen Rollen oder Statistenrollen angefangen oder waren irgendwie der Kamerabeleuchter oder die Caterer, was auch immer. Der Steven Seagal, Platz 3, hat einmal Sean Connery ihn angebrochen und schon bekommt er eine Hauptrolle. Das ist unfassbar, ich wollte noch hinzufügen, nur zu seiner Biografie, was ich auch ihm hoch anrechne oder zumindest was sehr respektabel ist, ist die Tatsache, dass er zumindest es geschafft hat, als Ausländer nach Japan auszuwandern und dort ein Leben aufzubauen. Hat dann eine Schule gehabt. Gut, er hat zwar irgendwie dem Vater von seiner Ehefrau dort gehört, aber immerhin, er hat dann dort eine Schule geleitet. Ich finde es schon respektabel, wenn man es schafft, als Fremder in einem Land, in einer völlig anderen Kultur, gerade einer wie in Japan, sich dann dort ein Leben aufzubauen. Wurde das hier bewiesen? Aikido sein, ja. Weiß man das? Den Quellen zu folgen, die ich nachgeguckt habe, die haben sie das zumindest alles bestätigt. Also ich habe nie gelesen, dass das irgendwo hinterfragt wurde. Also das scheint für mich, also selbst der Joe Rogan hat das auch bestätigt. Und der ist jetzt nicht irgendwie großer Segal-Freund oder was auch immer. Der hat dann auch genug dagegen zu sagen. Aber das ist, denke ich, mal gesetzt. Okay, krass, dann hat auch das schon geschafft. Und dann, man muss auch sagen, bei seinem Debüt war er so alt wie ich jetzt heute. Ich glaube 37 Jahre alt oder so. Das ist nach meiner Chance, auf den Durchbruch kommt also noch. Ja, ich denke, was soll ich jetzt noch reißen in der Filmindustrie? Ne? Und dann kam Above the Law, der hierzulande als Nico auf den Markt kam. Und das mit vom Regisseur Andrew Davis, ja. Der Mann, der vorher Cusack der Schweigsame gedreht hat mit Chuck Norris. Und später, hilf mir, der Fugitive. Noch einmal mit Seagal. Ja, aber später The Fugitive. Und natürlich Alarmstufe Rot mit Seagal, genau, richtig. Und Alarmstufe Rot und ganz wichtig Collateral Damage mit Arnold. Wir können den Podcast jetzt unterbrechen, hat das böse Wort gesagt, Collateral Damage. gibt es das böse Wort? Es gibt bald eine Schwarzenegger-Episode, das könnt ihr mir glauben, da kommt noch viel. Dann kam Nico. Der Film ist ziemlich eingeschlagen in den Kinos. Hat gut Gewinn eingespielt und Warner Brothers wusste. Gut, ja, und ich war. Ja? 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 Ja, 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 ich wollte jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil Nico war jetzt ja tatsächlich einer der Filme, die ich jetzt zum Beispiel von Seagal noch nicht kannte. Ich hatte ja, wie gesagt, ich habe ja viele Filme von ihm bis dato noch nicht gesehen. In der Kindheit schon mal gar nicht, bis auf die eine Szene auf brennendem Eis und ein paar TV-Jingles über Deadly Revenge. Ich wollte sie alle sehen, hat nie geklappt oder ich habe mal angefangen, sie zu gucken und dann bin ich eingeschlafen. Aber nicht, weil die Filme langweilig waren, sondern es war halt spät, 23.30 Uhr, du bist ein kleiner 12-jähriger Bimpf und dann manchmal klappt es halt nicht. So, und wie gesagt, ich habe dann erst irgendwie vor 10 Jahren das erste Mal immer versucht, die Filme aufzuholen und habe dann mir aus der goldenen Ära mal, was habe ich hier, Hard to Kill und Marked for Death und ja doch die zwei erstmal so angeguckt. Vor ein paar Jahren habe ich nochmal Deadly Revenge nachgeholt und dann dachte ich, reicht mir schon, weil wie gesagt, ich gucke die Filme quasi zum ersten Mal als Erwachsener und habe da keinen Kindheitsbezug mit, dann sieht man die Filme ein bisschen anders als vielleicht ähnlich gelagerte Filme, die vielleicht nicht unbedingt besser sind von Van Damme, aber die du halt aus Kindheitstagen kennst und deswegen irgendwie höher bewertest. Jedenfalls, ich habe generell jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so viele Filme von einem Schauspieler oder aus einem Themengebiet in einen Aufwasch weggeguckt habe. Ja,
Darunter eben Filmlücken geschlossen, die ich selbst auch bewusst als Filmlücke wahrgenommen habe. Ich wollte schon immer mal hier mal ein paar Seagal-Lücken schließen, auch wenn ich dann meistens auf irgendwas anderes doch mehr Bock hatte. Nico habe ich geguckt, was habe ich jetzt da noch geguckt? Kann man später noch dazu. Aber ich habe es auch gewagt, mich ein bisschen in seine Untiefen zu begeben, weil ich dachte, du sollst nicht, ich wollte auch ein bisschen Leid teilen mit dir. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal hier die Attackenfotze an. Ja, Attack Force, wollen wir jetzt mal, dazu mehr. Wie wollen wir es machen? Wollen später. Wir kurz mal seine goldenen Jahre anschauen? Wir schauen uns mal kurz die goldenen Jahre an. Wir nehmen hier die Aufteilung von Seagals Filmkarriere laut dem Autor Verne. Verne hat ein Buch über Steven Seagals Filme geschrieben. Das Buch heißt Seagalogy. Wunderbares. Halte ich hier in meiner Hand. Halte ich hier in meiner Hand. Muss ich auch sagen, dafür, dass ich kein Seagal-Fan bin oder war, habe ich trotzdem aus Interesse mir dieses Buch geholt, weil ich schon immer Seagal interessiert war. Also ich habe schon auch irgendwie damals, wie ich die OFDB für mich entdeckt habe, habe ich echt viel rumgeklickt in den Film, mir ständig die Bewertungen und Reviews zu Seagal-Filmen durchgelesen und wusste schon gut Bescheid, ohne jemals die Filme gut gesehen gemacht zu haben. Ja. Und dann, deswegen nicht auf Seagal. Die goldenen Jahre, das ist gleich mal, sind die Anfangsjahre von Steven Seagal. Man sagt, das ist seine beste Zeit und die umspannt 5 Filme, also das schon genannte Nico. Dann kam Hard to Kill aus Nico. 1990. Marked for Death. Hard to Kill. Ist zum Töten freigegeben, ebenfalls aus 1990. Dann kam 1991 der großartige Deadly Revenge, der den deutschen Untertitel Das Brooklyn Massaker trägt. Wunderbar. Ja. Aber das fand ich komisch. Ich meine, der hat im Original schon englischen Titel, Out for Justice. Stimmt, ja. Und jetzt, wie übersetzt es nach Deutsch? Ja. Anders Englisch. Deadly Revenge. Klingt halt martialischer, ne? Und dann hat Seagal einfach die Chance bekommen, ein ganz großes Ding zu landen. Das war Alarmstufe Rot. Das war so die Zeit, Stirb langsam kam vor ein paar Jahren ins Kino und Hollywood versucht aus dieser Stirb langsam Formel einfach noch weitere Filme auszupressen. Ja. Und einer der besten Rip-Offs ist effektiv Alarmstufe Rot. Und widersprichst du mir da, Sergej? Ja. Hast du gerade Ja gesagt? Warum? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist es von, ja okay, vielleicht, ich sag mal so, Rip-Offs, dadurch, dass es meiner Meinung nach kein wirklich extrem gutes Die-Hard-Rip-Off gibt, zählt Alarmstufe Rot schon zu den besseren. Aber es gibt meiner Meinung nach auch keinen Film, der ansatzweise an Stirb langsam rankommt. Das ist klar. So gesagt. Das schon mal. Aber ich bin zum Beispiel auch kein großer Fan von Van Damme's Sudden Death, den finde ich jetzt auch, obwohl er zu den besten Rip-Offs zählt. Ja, aber auch den finde ich nicht so super. Und wie gesagt, Alarmstufe Rot, der ist gut, aber man merkt an vielen Stellen, warum er eben doch kein Klassiker ist wie Stirb langsam. Das war mein Widerspruch. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir jetzt hier von der Champions League der Actionfilme reden, da ist Stirb langsam auf einem der wenigen verfügbaren Plätze. Das ist keine Frage. Okay, dann muss ich mein Ja revidieren. Also ich habe mich zu sehr auf die Qualität des Films orientiert als an das die Bezeichnung Rip-Off. Also es ist ein gutes Rip-Off. Ja. Mit großartigen. Aber für mich kein großer Action-Klassiker. Jones, Gary Busey, Erika Eleniak. Ja. Ich meine, die Tortenszene, come on. Und. Die Tortenszene, come on, ja, aber da fängt es schon an. Ich fand dann, da ist halt null Chemie zwischen mir und Seagal. Nichts. Seagal kann zwischen. Seagal kann überhaupt mit keiner Person Chemie aufbauen. Das ist glaube ich, sein großes Problem. Ja. Deswegen find ich, funktioniert es nie in funktioniert er nicht in Buddy-Cop-Movies. Weil der kann einfach keine Chemie aufbauen. Ich glaube, der hat immer, es läuft nie auf Augenhöhe. Er schaut immer, glaube ich, auf seine Komparsen, auf seine Mitschauspieler runter. Auf seine Filmpartner runter. Aber bei Alarmstufe Rot, da konnte er jetzt einfach mal richtig vom Leder ziehen. Das war einfach mal 100 Minuten Nonstop Action. Da konnte er sein ganzes Bewegungsrepertoire abrufen, seine Waffenkenntnisse, die er effektiv hat. Er weiß, wie man eine Waffe halten kann. Da ist ja auch ein Waffenfreak, wie gefühlt jeder Amerikaner. Ganz lustig, ich habe erst heute irgendwie ein Video über Seagal gesehen, wo er auf irgendeinem Set sich eine Waffe anguckt mit seinem Kopftuch und mit seiner coolen Brille, guckt sich diese so ein Sturmgewehr an und fragt irgendwie ganz doof, what caliber is this? Das wäre jetzt wieder einer dieser Punkte, wo man meinen könnte, auch hier ist er möglicherweise versucht er mehr etwas zu sein, was er nicht mehr ist. Schein vielleicht als ist er gar nicht so der große. Das wieder zurück mit dem Waffenexperten. Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, was hinter der Szene ist. Vielleicht war das auch irgendwie lustig gemeint. Vielleicht war es auch eine Attrappenwaffe und deswegen sieht man sich gescheit. Keine Ahnung. Aber ist mir nur gerade wieder eingefallen zum Thema, dass es ist ja generell so, das müssen wir auch zu Seagal sagen, zu seiner kontroversen Persönlichkeit. Es ist ihm ja offenbar sehr viel daran gelegen, dass er genau als die Person, als genau der Charakter wahrgenommen wird, den er auch in seinen Filmen darstellt. Natürlich. Ja, er ist ja wirklich, ihm ist ja wirklich wichtig, dass die Leute glauben, dass er wirklich der krasse Kämpfer ist, der alle platt macht und dass CIA. Er so ein Ex-CIA, Navy SEALs, Supersoldat ist. Und wer was dagegen sagt, der bekommt dann auf die Fresse. Da gibt's ja Geschichten von John Leguizamo. Genau, das war richtig. Richtig? Ja, da kommen wir noch mal drauf, ja. Also was auch noch ist, bei Seagal hat diese unfassbare Zeit, 4 Jahre, viel Ruhm und hat dann auch eine extrem arrogante Persönlichkeit wohl schon gehabt, aber die schien dann auch immer wieder durch. Da gab es Interviews von ihm, wo er sich schon mit Robert De Niro verglichen hat. Und praktisch alle seine Co-Stars haben gesagt, mit dem zu arbeiten ist einfach nur schrecklich. Sharon Stone hat das gesagt. Sie hatten Nico seine Frau gespielt. Also, mit dem will ich nicht mehr arbeiten. Er ist nicht die Tinte wert, mit der man seinen Namen schreibt. Hat sie gesagt. ich war wieder kurz zurück zu Nico oder zu seinem Film generell. Ich war erstaunt, wie hochwertig produziert die Filme eigentlich sind. Auch so, der Nico, der allererste, das ist sauber gefilmtes Kino. Ja, das ist sehr hochwertig. Punkt. Und das ist eine, voll. Und dass er wirklich solche Schauspieler bekommt richtig gute Schauspieler. Hat Norris nie gehabt, hat Lundgren praktisch nie gehabt. Seagal hat immer nur das Beste vom Besten bekommen. Die besten Regisseure für so einen Actionfilm, die besten Sets, das beste Production Value eigentlich. Und das fand ich so krass, warum nicht Lundgren zum Beispiel? Das habe ich nie ganz verstanden, warum hat er. Aber das war auch für mich wohl der Grund, warum ich diese Filme von Seagal lieber geschaut habe, als irgend so ein Missing in Action, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der größte Chuck Norris-Fan, deswegen seid ihr die Aussage verziehen. Wobei, ich habe neulich Invasion USA gesehen und den fand ich auch so. Da wird ja auf unserem Forum groß abgefeiert, immer wieder Invasion USA, habe ich gedacht. Ich habe den auch mal gesehen, ich so, ja, ist ja ganz nett, aber habe ich schon Besseres gesehen. Nee, ich glaube, das ist, wenn du damals gesehen hast, das ist cool, aber das sind viele von den Filmen, die halten heutzutage nicht mehr den Stand der Qualität. Ja. Stand. Nee, wie sagt man? Haben den Test der Zeit nicht verstanden. Sag mal das so. Seagal eben auch nicht. Und der Dachalarmstufe Rot, Seagal war auf dem Höhepunkt, da wollte Warner Brothers natürlich gleich mal nachlegen und ein Sequel produzieren. Und der gute Seagal hat gesagt, ja, mache ich mit, aber ihr finanziert mir meinen eigenen Film, mein eigenes Werk, On Deadly Ground, auf brennendem Eis. Und er wollte selbst Regie führen. Hat er gemacht. Oh. Als Bösewicht hat er keinen geringeren als Michael Caine an Bord geholt. Das muss man sich mal vorstellen. Michael Caine. In einem Seagal-Film. In einer völlig überrissenen... Michael Caine, ja. Wobei, es heißt ja, dass Michael Caine auch damals... die angeheuert wurde, weil er damals nicht viele Rollen bekommen hat. Ach, deswegen so? War es das habe ich nicht bekommen, gewusst, so heißt es. Ist das? Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Aber irgendeinen von diesen Seagal-Reviews. Auf jeden Fall Michael Caine, guter Mann. Der ist ja er war ja der Butler von Batman in den Nolan-Filmen. Und ein Geheimtipp, den ich nennen kann, Sleuth heißt auch Mord mit kleinen Fehlern, das ist mehr so ein Kammerspiel, da ist nur er und ich habe den anderen Schauspieler vergessen, das ist wirklich nur ein Duett, zwei Schauspieler in einem Raum, die sich so ein bisschen ein Wortgefecht liefern, auch ganz cool. Aber der andere Schauspieler war aber nicht Steven Seagal, oder? Nein, der war nicht auf brennendem Eis. Seagal hat da versucht, irgendeine Öko-Message in diesen Film einzubauen und wie man hört, war der Original Cut, der geht glaube ich 2,5 Stunden. Und am Schluss des Films wird eine halbstündige Präsentation von Seagal kommen, wie die Menschheit diesen Planeten kaputt macht. Das hat, glaube ich, die Hälfte des Films ausgemacht, oder? Es ist so schade, dass dieser Director's Cut nicht existiert. Ich würde den gerne mal sehen. Also du schaust dich durch einen Actionfilm, der auch schon seine Längen hat, ein paar gute Sequenzen, aber der ist schon ein bisschen langatmiger als eine Alarmstufe Rot. Und dann, nachdem der Bösewicht endlich mal tot ist, musst du noch eine weitere halbe Stunde auf deinem Hintern sitzen bleiben. Du musst eine Präsentation von Seagal sehen über Umweltverschmutzung. Brauchst du nicht zwingend. Ey, ich habe ja diese... Wie lange geht die Szene jetzt im Film? 5 Minuten? 4 Minuten? Welche Szene meinst du?
Ne, die Szene am Ende von Deadly Grounds. Sowas, ja. Also die hat schon etwas von irgendwie aktuellen YouTube-Verschwörungstheorie-Videos. Weißt du, an Unconvenable, das war fast genau eben, gleich, einfach nicht so gut. Das habe ich mir auch gedacht. Al Gore hätte auch einfach die Szene von, ist egal, einfach also ich, dem Schwerer, dass Al Gore hat diesen Film gesehen, hey, das mache ich vorzeigen können. Richtig gut. Jedenfalls dieser Film. Ja, ne, ich meine, das zeigt ja, dass Seagal irgendwie sein Herz am rechten Fleck zumindest hat, aber in Sachen Umweltschutz. Irgendwie, zumindest, ja, aber in den Reviews, die ich gelesen habe, sagen sie auch gerne, dass das sehr scheinheilig wäre, diese Message, weil gleichzeitig setzt er irgendwie diese Raffinerie in Luft, genau, ja, jagt in die Luft. Ist völlig lächerlich. Aber auch auf Brennende Meister habe ich einen Weak Spot dafür, das ist so ein Guilty Pleasure, ich mag den sehr. Das war 1994, der Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Brennende Meister performt hat, zwar, glaube ich, kein Overperforming mehr. Nee, ich glaube, der galt als... Aber Alarmstufe Rot 2 kam ein Jahr später und er hat, glaube ich, ganz okay Geld eingespielt. Habe ich erst gestern frisch gesehen. Und du magst ich dachte, ich muss den auch noch sehen. Ich fand den stellenweise, es gab gute Action-Szenen, einige. Die Szene am Ende fand ich auf jeden Fall stark mit dem Zug. Aber mir ist tatsächlich so ein bisschen, bei einem Stück langsamen Konzept, denke ich mir, es funktioniert dann, wenn der Charakter auch so ein bisschen überfordert wirkt von der Situation, so ein bisschen überrascht. Aber ich fand die ganze Szene, wie der Zug irgendwie gekapert wird und Seagal dann plötzlich auftaucht, wie selbstverständlich. Also zu keinem Zeitpunkt hast du das Gefühl gehabt, dass du so ein bisschen denkst, oh shit, was ist denn hier los? Sondern Routine, es wird alles so abgefrühstückt. Und ich war erstaunt, wie schlecht teilweise einige Nebendarsteller sind. Also die Szene, wo man versucht, die Augen auszupieksen, also... Die hat einfach so emotionslos geguckt, so, oh, lala, wann gibt's Mittagessen? Ich sagte, wollt ihr mich verarschen? Also ich war erschüttert über die schlechten schauspielerischen Leistungen von einigen Nebendarstellern. Ja. Also diese Mischung aus der ewig gleichen Fresse und wie man den Charakter reinschreibt in die Action. Ich finde einige Action-Szenen oder einige Explosionsszenen, wo irgendwie der Satellit umgeschossen wurde, das wurde irgendwie so nebenbei reingeschnitten. Ich fand das irgendwie sehr unglücklich. Das war ja auch ein anderer Regisseur als Andrew Davis. Das war ein No-Name-Regisseur. Ja, der hat es, ich finde, der hat es auf jeden Fall deutlich schlechter gefilmt als den ersten. War nicht so gut gemacht, vom Handwerklichen vielleicht wie der erste, aber ja, das meine ich. Die Pace des Films finde ich sehr gut. Und was du schon gesagt hast, eben Seagal wirkt nicht überfordert. Das ist schon so, für den ist so, oh cool, Terroristen im Zug, dann kann ich mal wieder trainieren. Ja, das war so. Mit bisschen Humor kann man es auch gerne so konsumieren. Ich meine, großartige One-Liner, ja. Nobody beats me in the kitchen. Ich meine, ja, der letzte, also da muss ich wirklich lachen. Ganz am Ende, nobody beats me in the kitchen. Das will ich auch mal sagen. Niemand schlägt mich im Büro. Keine Ahnung, ey, ich weiß auch nicht. Aber es gibt aber auch ein paar widerliche Stories von der Alarmstufe Rot 2. Und zwar hat Seagal da, einer Co-Darstellerin, wie heißt die? Kenny, keine Ahnung. Die blonde Dame, die Barkeeperin gespielt hat, da hat die ein bisschen angefasst, wie man so hörte, so ohne dass sie es wollte eigentlich. Der hat, glaube ich, so einige... Ich wollte gerade sagen, Catherine Heigl spielt ja auch mit, aber sie spielt ja leider nur seine Neffin. Können wir das Ganze noch ein bisschen widerlicher machen? Also Catherine Heigl war damals 15 oder 16 Jahre alt, ja? Und ich glaube, da dachte ich, scheiße, warum sollte meine Neffin sein? War ich vor ein paar Jahren bei, ich glaube, Jimmy Kimmel war sie in der Sendung. Und da hat der Kimmel sie angesprochen auf Alarmstufe Rot 2, wie das so war mit Steven Seagal. Und sie so, ja, war ein Creep. Es gibt ein Bild von ihr, vom Premierenabend, da siehst du Seagal, wie er sie so hält und seine Hand liegt effektiv auf ihrer Brust. Ach so, das ist die Catherine Heigl gewesen? Ich kenne das die Bild, ich wusste nicht, wer das war. Das war Catherine Heigl und das ist schon krass und das gibt, dann hat Catherine auch gesagt, ja, Seagal hat sie gefragt, how old are you, darling? Und sie hat gesagt, ja, ich bin 15, 16, keine Ahnung. Und er so, you know, I have girlfriends in that age. So Zeug in dieser Art und das geht gar nicht, das ist schrecklich. Was zum Arsch. Das ist ein widerlicher Typ. Doch, das Interview habe ich gesehen, fällt's mir ein, mit Jimmy Kimmel, genau. Sie sagt so, okay, Mom, where are you? Und weißt du, wenn du das hörst, dann genau. Der konnte das große Kotzen, weißt du.
Das ist genau der Punkt, warum es egal ein Arschloch ist. Das macht mich Wahnsinn, krass. Das war mein Star Wahnsinn. Früher und dann höre ich so einen Scheiß. Da drehe ich einfach durch, oder? Aber. Ja. Wahrscheinlich ist das so. Wir sind ja an der Filmografie interessiert und versuchen diesen Charakter auch immer wieder ein bisschen auszublenden, ja. Ja, genau. Ja. Aber wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb Filme im Nachhinein ein bisschen negativer von ihm bewertet werden. Also wenn ich jetzt sehe, auf der OFDB haben seine Filme eine deutlich höhere Durchschnittswertung als jetzt auf Letterboxd. Da sind die Filme deutlich mehr im Mittelfeld angesiedelt. Auch Alarmstufe Rot hat jetzt bei einer 5-Sterne-Skala, ist jetzt bei 2,4 oder sowas. In der OFDB ist er bei 7,0 von 10. Egalfilm, wer Alarmstufe Rot schon mal richtig schlecht bewertet, der hat einfach nicht gesehen, da ist noch ein Tommy Lee Jones dabei. Du hast noch einen Gary Busey, du hast einen Colm Meaney, du hast einen so einen geilen Cast. Ja. Das ist einfach, es gibt Leute, die sehen es egal, machen einfach schlechteste Benotung, scheißegal, wie der Film ist. Und das. Ja, also das finde ich auch nicht gut. Man muss so ein bisschen Kunst vom Künstler trennen können und objektiv bleiben. Bei Alarmstufe Rot 1, da fällt mir noch ein, aber ich fand einige der Ballereien, ich fand die irgendwie, ich sag mal, inspirationslos. Da gibt's auch die Szene, wo er durch diesen Gang läuft und dann mit zwei Uzis mal links, mal rechts. Ja, und dann mal links reinballert, mal rechts reinballert. Habe ich schon besser gesehen. Sorry, Tommy Lee Jones. Ich sehe das völlig anders. Ich fand die Szene großartig. Wir haben da in der Schule so oft drüber gesprochen, wie er mit diesen beiden Maschinengewehren durch den Gang gerannt ist. Dann hat er die Maschinengewehre weggeschmissen, nahm seinen Colt hervor, hat einen abgeknallt, ging durch die Werkstatt. Und das war diese 2-Minuten-Film, die hatten so krass Pace, ja. Da hat einfach das Timing so gut gepasst, musste dann mit Messern und an sich gegen die Typen wehren. Da hat einfach alles, das war eine Action-Sequenz, die für mich einfach extrem passt. Das ist sowas, siehst du von ihm später einfach nicht mehr. Okay, muss ich nochmal sehen. Ja, es ist auf jeden Fall deutlich besser als vieles andere. So viel schon. Aber zu den Bösewichten sei gesagt, ich fand es seltsam, wie der Tommy Lee Jones, guter Schauspieler, aber der ist irgendwie in dieser Rolle so eine Art Looney Tunes Figur. Natürlich. Aber auch Gary Busey, die beiden sind wie. Das wollte ich sagen, ich finde den Gary Busey, ich raff gar nicht mehr, was eigentlich Gary Buseys Rolle war. Was hat denn der gemacht? Der Offizier des Schiffs, ja. Ich fand auf jeden Fall seltsam, er ist halt irgendwann gestorben in den Film. Das war für mich irgendwie, das war irgendwie so nebenbei, da ist irgendwas explodiert, Gary Busey hat blöd geguckt und dann siehst du einen Feuerball. Und dann irgendwie gegen Ende des Filmes, als er gegen Tommy Lee Jones kämpft, dachte ich mir, Moment, wo ist eigentlich Gary Busey hin? Die wollten die Atomsprengköpfe auf das U-Boot umladen. Busey war auf dem Schiff und Seagal hat es mit TNT hochgejagt. Ja, ich fand er ist irgendwie sehr unpräsent gestorben im Film. Stimmt. Aber es ist bloß so meine subjektive Wahrnehmung. Er hätte ihm gerne einen größeren Abschied gewünscht, muss ich echt sagen. Ich mag Gary Busey sehr. Ja, eben, das ist so ein paar kleine Sachen, die mich da ein bisschen gestört haben. Natürlich ein guter Actionfilm, aber wie gesagt, gibt so kleine Sachen, an die ich mich so ein bisschen gerieben habe. Aber wahrscheinlich immer noch sein handwerklich objektiv gesehen bester Film noch. Ja. Auf jeden Fall. Zu Nico wollte ich noch was sagen, oder generell sagen wir mal zu all seinen ersten vier Filmen. Wobei Mark for Death würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil der ist mir ein bisschen fast zu exotisch. Der ist ja da irgendwie in Mexiko. Mexiko, ist er da, oder? Also fängt Mexiko an, dann Amerika, dann Jamaika. Ja, genau. Also ich finde, er fällt ein bisschen nur aus dem Rahmen im Vergleich zu Nico, Hard to Kill und Deadly Revenge. Die sind für mich drei Seagal-Filme, die irgendwie sehr eng miteinander verwandt sind, weil die haben alle irgendwie das gemeinsam. Seagal ist einfach so, die sind so lokal. Er geht in so eine Bar und schlägt da ein paar Leute zusammen. Und das ist das, wo Seagal für mich am meisten funktioniert. Das ist für mich die Essenz von Steven Seagal. Er taucht in einer Bar auf oder in einem Supermarkt und tut einfach nur mit seinem Charisma schon Leute einschüchtern. Und das muss ich auch sagen, die Szene zum Beispiel in Deadly Revenge, wo er einfach nur die Treppe runterläuft, ja, und einfach nur in den Raum guckt mit seiner fiesen Fresse. Das sind die kurzen Momente, wo er erstaunlich authentisch und wirklich glaubhaft wirkt. Das sind Szenen, wo ich sagen würde, die könnte jetzt auch ein Al Pacino nicht besser spielen. Völlig angestanden. Authentizität ist völlig gegeben, ja. Have you seen Richie? Where is Richie? Ja, in solchen Szenen. Das ist dann geil. Deswegen haben auch diese Filme am Anfang auch funktioniert. Ja. Das war ein frischer Stil und ein frischer Charakter und es wirkt halt so wie ein
Typ, der halt eben nebenan wohnen könnte, aber mit dem man sich halt besser nicht anlegt. Ich wollte noch kurz, und das wollte kurz sagen, dass Mark for Death auch vom 20th Century Fox produziert wurde. Das war kein Warner Brothers Film. Vielleicht auch deswegen ist das Ding vielleicht so ein bisschen, dann wirkt ein bisschen so aus der Reihe tanzend. Aber ich mag Mark for Death, ist ganz schwierig, ist eigentlich mein liebster Seagal, muss ich noch sagen. Ja, ich finde den großartig. Ja? Da hat einfach alles. Ja, ich, bei Mark for Death fällt mir, ich habe jetzt neulich wieder den kurz mir wieder ins Gedächtnis gerufen, Review angeguckt und dann habe ich festgestellt, okay, die Szene am Ende gegen den Bösewichten, gegen den Rastafari-Voodoo-Menschen, Screwface, das ist schon Overkill. Also ich dachte mir, ich kann mich nicht erinnern, wann ich in einem ernst gemeinten Actionfilm so einen derartigen Overkill gesehen habe. Erst sticht ihm die Augen aus, dann bricht ihm das Rückgrat mit dem Knie und dann wirft er noch den Fahrstuhlschacht runter, damit er ihn aufspießen kann. Und dann war für mich, also sonst siehst du das nur in Parodien. Ich hoffe, es waren keine Drillinge. Großartig. Das war schon, es war für Action-Kino-Verhältnisse war das schon ganz, ganz, ganz gutes Zeug. Ja, nee, also Mark for Death finde ich auch stark. Bei Nico, da wollte ich jetzt ursprünglich drauf hinzugehen, was ich bei Nico seltsam fand, ganz am Ende die finale Szene, wo er gefesselt ist. Ne? Muss dazu sagen, ich habe Nico aus Versehen in der Cut-Fassung gesehen, aber glücklicherweise gibt es ja YouTube, wo man einfach mal Fight Scene Nico eingeben kann und dann einfach YouTube mal sich das Ganze in voller Gänze anführt. Und so auch bei der letzten Szene, und was ich dann nur seltsam fand, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil du hast da diesen Charakter, der ist da gefesselt und wird dann gerade gefoltert. Und dann schafft er es halt, sich zu befreien und dann haut er alle um sich, tötet alle. Und dann war es das auch schon, das war das Finale. Normalerweise, wenn du so eine Szene hast, wo jemand gefangen, gefesselt ist und sich gerade befreien kann, dann geht erst so das Finale richtig los. Da muss er irgendwie rauskommen, sonst, aber da war es schon wieder zu Ende. Das war irgendwie sehr antiklimatisch, fand ich. Ja, aber wie gesagt, da war halt diese Figur der Steven Seagal noch nicht so richtig etabliert. Die wussten noch nicht, wo geht er hin, was können wir mit dem machen und so. Ich glaube, man hat erst ab Hard to Kill mal den Seagal skizziert, wie er sein soll. Hard to Kill, muss ich sagen, das ist für mich gefühlt der, Hard to Kill ist ja der Film, wo er irgendwie am Anfang irgendwie auf einer Mission ist, dann wird er überfallen und dann wacht er auf und schaut aus wie genau Jason Momoa. Ne? Genau richtig. Und dann trainiert er es mal wieder. Ey, so schlecht, wie er da auf diesen Pfahl boxt, da merkst du einfach, dass er einfach kein guter Kampfsportler ist, wie er auf den Pfahl boxt, so die den Arm so ganz tief unten bei der Hüfte und boxt dagegen, das sieht so schlecht aus. Oh. Ne, egal. Aber ich muss sagen, die erste Szene, die Einführungsszene in Hard to Kill, also nicht die Einführungsszene, aber halt die Szene, wo er dann in diesem Supermarkt ist, da muss ich sagen, das ist für mich die absolut Quintessenz von Steven Seagal. Diese eine Szene, die fasst für mich Steven Seagal perfekt zusammen. Das ist auch die Szene, die als Trailer in Anführungsstrichen gezeigt wurde bei diesen ganzen Laser Paradise DVDs von John Woo, die ich da habe, dann kannst du ein paar Trailers angucken, dann ist der Trailer zu Hard to Kill einfach genau diese Szene in ihrer Vollständigkeit. Aber ich finde die halt cool, die hat auch für mich, das ist auch genau die Szene, die würde ich, wenn ich eine Videothek betreiben würde, würde ich irgendwie oben bei den Fernsehern, die hängen, würde ich genau diese Szene mal laufen lassen. Endlosschleife, das ist genau das, was ich auch als Kind sehen wollte. Wenn du rein selbst denkst, jetzt kommt da so ein krasser, cooler Typ in so einen Supermarkt rein und da kommen jetzt die bösen Muftis. Also ich weiß nicht, wie es beschreiben ist, aber diese Szene finde ich cool. Das ist, glaube ich, genau das, was mich bei Seagal angemacht hat, weshalb ich immer mal mich geschämt habe, die Filme nicht gesehen zu haben und deswegen sie auch nachholen wollte. Übrigens hat Seagal nicht auch irgendwie mal Sexiest Man of the Year oder sowas Award bekommen? Wurde er nicht mal gekürt? Hat er sich selbst gegeben? Wurde er nicht mal dazu gekürt? Dann hat er sich selbst gegeben, oder? Das war. Nee, ich könnte schwören, dass ich irgendwas gelesen habe. Zumindest, also ich muss ja sagen, meine Mutter fand ja den immer heiß. Die fand, die mochte diese männliche Ausstrahlung. Ja, da war ja, die fand, der sah ja damals männlich aus. Auch wirklich nicht so schlecht aus. Verglichen mit Hackfresse Stallone vielleicht, obwohl der hat einfach nur Charakter, ja. Ist auch nicht, also, ist egal, was sicher damals, der Handsome Guy. Mit den schönen Haaren und allem, ne, keine Frage. Aber damit war es dann auch bald mal, vorbei mit Handsome. Es gibt Menschen, die altern gut und andere Menschen altern weniger gut. Und beim Seagal, ja, da kommen wir noch ein paar Minuten drauf.
Hato Kiel ist für mich der erste richtige Segalfilm, weil er da endlich seinen Pferdeschwanz hat. Das ist richtig. Den haben sie erst später etabliert. Genau. Und ist noch was anderes aufgefallen, wie sich die Haarlinie vom guten Steven verändert hat. Also bei Nico hatte der damals ganz, ganz extrem Geheimratsecken, was ich super sympathisch fand. Und plötzlich bei Hard to Kill, voll, ja, ja, habe ich auch. Was soll ich sagen? Ich habe Bruce Willis 1998, glaube ich. Ja. Gedächtniskrise. Aber da hat sich die Haare aufhören lassen. Gut, das ist Hollywood, ja. Da wird alles, da ist alles fake. Da sind die Brüste fake. Da sind die Haarlinien fake. Das ist okay. Mhm. Ja, das ist halt egal. Wollen wir kurz mal weitergehen, was kam eigentlich nach Alarmstufe Rot 2? Ja, wir haben jetzt sehr lange über seine goldene Ära, über... Wir sind ja immer noch bei den relativ guten Filmen, finde ich. Okay, ich meine, die goldene Ära geht ja bis... Die haben ja schon abgeschlossen. Deadly Revenge. Wobei wir jetzt kein Wort über Deadly Revenge... Doch, haben wir. Ich habe vorhin ja die Szene erwähnt. Ja, passt. Übrigens, was ich zu Deadly Revenge noch sagen kann, da wären wir wieder bei seinen, in Anführungsstrichen, Lügengeschichten, aber es gibt den Judoka, jo. Jean LaBelle. Natürlich. Schon mal gehört? Ah ja. Ja, eben. Also ein bekannter Kampfsportler aus den 60ern. Der ist schon in den 90ern auf jeden Fall. Aber lebt noch, wie gesagt. 90-jähriger Kampfsportler, lebt noch. Hat Bruce Lee damals ein paar Bodenkampftechniken gezeigt, weil Bruce Lee zu der Zeitpunkt einfach mehr Schlagen, Treten sein Ding war. Und hat von dem ein bisschen gelernt. Auf jeden Fall soll ja auch Jean LaBelle als Stuntkoordinator bei Deadly Revenge mitgearbeitet haben. Und dort soll eben Seagal groß rumgeprallt haben, dass er aufgrund seiner Aikido-Techniken irgendwie niemals im Leben erdrosselt oder gewürgt oder outgechoked werden kann. Ne? Und damit hat er irgendwie auch Jean LaBelle herausgefordert und er hat es tatsächlich dann gesagt, okay, ich probieren wir es mal. Und was hat er gemacht? Wenn man ihm Glauben schenken darf, hat er ihn, wie sagt man, ohnmächtig gewürgt. Ja. Von hinten, ne? Hinten gepackt, dieser Polizeigriff und zugedrückt und der Steven Seagal wollte irgendwie so einen dummen Karate-Job irgendwie an seinen Hinterkopf machen, aber ist nicht rangekommen, hat natürlich das völlig unterschätzt und ist dann schlafen gegangen. Die Geschichte wurden auch von anderen Schauspielern oder Prominenten wiedererzählt. Von Kevin Hart auch, habe ich gesehen. Kevin Hart hat die Geschichte auch so ein bisschen erzählt. Genau. Und Joe Rogan selbst auch, weil er kennt auch Jean LaBelle selbst, hat sich das erzählen lassen. Dann wurde die Geschichte auch mal aufgerollt. Stimmt es wirklich? Und was macht das egal? Nein, das ist ein Lügner. Ich schwöre es bei meinen Kindern und die sind mir das Heiligste. Und der ist ein Lügner, ja, ein Drecksacklügner vor allem. Und ich denke mir nur, wenn man die Lügen von Seagal kennt und unabhängig davon, selbst wenn man sie nicht kennt, aber wenn man sieht, wenn Jean LaBelle danach gefragt wird und er sehr vorsichtig ist und sich eher nicht dazu äußern möchte, obwohl er nicht sein Gesicht verlieren kann, weil es geht ja darum, dass er jemanden quasi, dass er ihn besiegt hat und Steven Seagal ist derjenige, der beleidigend ausfallend wird und jemand als Lügner hinstellt, dann zeigt das auch schon viel auf. Weil normalerweise, wenn du die Wahrheit kennst und die Wahrheit sagst, dann tust du nicht jemanden so dreckig beleidigen, sage ich mal. Natürlich. Das ist egal, mach das. Und deswegen, allein deswegen wirkt das schon unglaubwürdig. Du hast jetzt da schön die geschnittene Fassung erzählt, dieser Story, oder? Was weißt du mehr? Also, wie ich das verstanden habe, hat Seagal war nicht nur ohnmächtig danach, hat sich auch noch in die Hosen gekackt. Ah ja, das ist das, was der Kevin Hart erzählt hat, dass er sich dabei angeblich auch ein bisschen in die Hosen gepupt hätte. Also da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so stimmen muss. Ich gebe nur die Geschichte wieder, die ich gehört habe. Ja, aber das mit dem Hosen in die Hose kacken, das habe ich wirklich nur von dem Kevin Hart gehört. Oh, okay, da gab es noch so einen weiblichen MMA-Star, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die auch gesagt hat, ey, wenn der was gegen Jean LaBelle sagt, dann werde ich dafür sorgen, dass er sich noch ein zweites Mal in die Hosen macht. Wie heißt sie? Ach, ja, die Dings, die ich... Ja. Und, ja, die Dings, ich glaube, so hieß sie, ja. Ja, ist egal. Ja. Okay. Hätten wir das auch mal erwähnt. Alarmstufe Rot 2 war durch. Ja. Und Warner Brothers hat aber immer noch Glauben gehabt, dass Seagal was Gutes ist. Also haben sie ihn für 1996 wieder engagiert für Glimmerman. Das war die erste. Ach ja, Glimmerman. Ja, den habe ich auch letzte Woche, glaube ich. Ja, hast du, denn ich habe es auf deinem Letter. Also nachgeholt, also war auch einer von denen, den ich kannte. Bewertet hast. Den habe ich bewertet, genau. Aber der ist ja, hat ja ein paar Schatten vorausgeworfen. Ich kannte ja einen Spruch aus dem Film, den ich so lustig fand, dass ich sagte, eigentlich muss ich doch den Film mal gucken. Also ein Spruch aus dem Film, den fand ich grandios.
Und zwar drohen Sie mir, gehen Sie zurück zu Ihrem Chef und sagen Sie ihm, dass mir niemand drohen darf. Glimmerman ist ganz klar im Schatten der Lethal Weapon Filme entstanden und auch inspiriert vom Thriller 7. Ganz, ganz klar. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist so eine Mischung aus Lethal Weapon und 7, das war halt damals irgendwie der Shit und leider ist es jetzt so unausgegorenes Ganzes. Das ist für einen richtig geilen Serienkiller-Thriller ist der einfach irgendwie zu lustig und zu unseriös und für einen Buddy-Cop-Movie ist einfach Steven Seagal nicht gemacht. Der ist einfach, der ist nicht dafür geschaffen, einen Hauptdarsteller an seiner Seite zu haben. Er hat's versucht. Er hat versucht, Remis herzustellen. Ich fand seinen Co-Star Keenan Ivory Wayans fand ich super. Von dem hätte ich gern. Ich fand ihn lustig, schwarzes Russisch. ist das der, ich hab's jetzt nicht nachgeguckt, das der Bruder von Demon Wayans? Und Keenan Ivory, ich glaube die ganze Wayans Schauspiel-Regisseur-Dynastie, die haben ja auch die Scary-Movie-Filme haben die mitgeprägt, glaube ich. Ich glaube, das war einer der Wayans, der da mitgemacht hat. Und ich mag Keenan Ivory Wayans sehr. Ich mag Glimmerman, ist ein toller, ich mag den Film, hat easy Komödie, um zu schauen, gute Action. Aber ist nicht so richtig gut angekommen beim Publikum. Der ging einfach so als durchschnittlicher Film schnell wieder aus den Sälen wieder raus. Dann. Ja, wahrscheinlich war er damals cool, aber wie gesagt, wenn du heutzutage siehst, das habe ich heute gemacht zum ersten Mal, fand ich okay. Hat ein paar Probleme, aber. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Im gleichen Jahr, auch im 1996, kam Executive Decision auf den Markt. Das war ein Kinofilm mit Steven Seagal in einer relativ kleinen Nebenrolle. Passenderweise, muss ich sagen. Auf der Videokassette von 1996 war er auf dem Cover wurde neben beworben Kurt als Russell Hauptdarsteller und einer mit Kurt Russell, Flugzeug, dem F-117 in der Mitte. Und ich habe gedacht, geil. Ja. Stimmt, das ist auch einer der Filme, die ich schon kannte. Die wurden mal in irgendeiner, bei einer Hausparty haben wir den mal irgendwie reingeworfen und dann lief der halt nebenbei und ich habe den geguckt, weil ich wusste schon, geil, schauen wir mal einen Steven Seagal Film und ich wusste nichts über den Film und dann habe ich echt blöd geguckt, als er dann plötzlich da in die Luft rausgeschossen wurde. Also nach 25 Minuten ist er weg. Ja eben, aber ich fand es krass, ich fand die Szene krass, die hat mich überrascht und die hat sich in mein Hirn eingebrannt. Der hat mich kaputt gemacht. Ich hab den Film nur geschaut wegen Seagal, da bin ich ganz ehrlich. Und war ich 13, 14, 15, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, warum ich es da habe. Und dann hast du die nicht mehr verstanden. Was soll die Scheiße? Nicht verstanden, warum ist Seagal so unsympathisch in dem Film. Er ist ein richtiges Arschloch, richtiger Bösewicht gegenüber Kurt Russell. Aber ich war so doof, ich habe bis zum Schluss, nochmals, ich war 15 Jahre alt, ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass Seagal hat einen Fallschirm. Der kommt wieder aus Flugzeug und macht alle platt. Ja. Das habe ich bis zum Schluss geglaubt. Und heute bin ich froh, ist das nicht passiert, denn ich mag Einsame Entscheidung sehr. Das ist ein richtig guter Film. Das war auch mein Verarbeitungsfilm von 9/11. Als 9/11 passiert ist, konntest du ja kein Fernsehen mehr schauen. Da kam ja nur noch Tod, World Trade Center etc. Ja. Das habe ich gemacht. Das war einer der ersten DVDs, die ich hatte. Und hab den abends geschaut. Das weiß ich noch ganz genau. Aber der Film hat ganz gut performt am Box Office, soviel ich noch weiß. Hat auch immer noch ganz gute Bewertungen. Kurt Russell hat einen riesen Job gemacht. Und da kam die Story von John Leguizamo ins Spiel. John Leguizamo spielte einer der Lieutenants auf dem Schiff, einer der Navy Seals, so sind die auf dem Schiff, auf dem Flugzeug. Und laut ihm kam Steven Seagal ans Set und hat gleich mal da den großen Macker raushängen lassen. Ja, I'm your chef, I'm in command here. Und Leguizamo hat angefangen zu lachen, so Alter, chill mal. Gekichert. Leguizamo hat dann so gesagt, he taekwondoed my ass to the wall. Taekwondoed my ass against the wall. Und wieder ein Beispiel. Das zeigt, wie eitel der Typ ist. Ja, das ist unglaublich. Es ist egal, ist einfach ein Arschloch. Er kann auch. Hat er einen Freund? Ich habe die gekaufte Jackie Freunde mal gelesen und da gibt's ein Foto von Jackie und Steven und ich glaube, die beiden scheinen sich irgendwie zu. Ja, ja. Bin aber nicht ganz sicher, ob das so ist. Ja, damals war es, wer weiß, wie es jetzt ist, ne? Man bekommt ja auch vieles nicht mit, aber vielleicht blendet man auch einiges aus. Ich meine, manchmal, bei Menschen können ja
auf unterschiedliche Art und Weisen ticken. Ja. Du hast so viel Grautöne und dann, also ich fände es nicht schlimm, wenn es der Jackie nach wie vor mit dem ein gutes Verhältnis finden würde. Aber gut, dass du Jackie Chan erwähnst. Ich wollte nur sagen, er ist da sehr bescheiden. In seiner Biografie, da erwähnt er ja auch zum Beispiel mehrfach, bitte glaub nicht, dass ich irgendwie eine unbesiegbare Kampfmaschine bin, weil im echten Leben, ich habe auch mal hier und da Schiss und bla bla bla, ich wusste nicht, ob ich diese Situation meistern kann oder sowas. Nee, sowas würdest du vom Seagal niemals hören. Bisschen Trump-mäßig. I'm a fight, I fought all my life. Nach Glimmerman und nach Einsame Entscheidung gab es noch einen weiteren Film, der kam 1997, Fire Down Below. Das war der letzte Film. Ja, den wollte ich noch gucken, den habe ich jetzt leider nicht nachgeholt, den kenne ich jetzt das, nicht mehr. Nee, das war schon einer der Filme, da musste ich schauen, dass ich den schnell bekomme. Da habe ich das Rental-Video auch mal gesucht. Und da weiß ich noch, die Videothek meines Vertrauens damals hat einen riesen Pappaufsteller mit dem Steven Seagal drauf, und um den Film zu bewerben. Und ich mag den auch heute noch. Ist ein guter Film, bisschen Country-Elemente, dieses Kentucky-Feeling. Ja, ich habe gesehen, da gibt's eine Kampfszene irgendwo im Baumarkt. Ich mag den Film, aber der Film ist, glaube ich, komplett gefloppt an den Kinokassen. Und das war dann für ein paar Jahre das der letzte große Wurf des Steven Seagal. Das war 1997. Und er hat damals schon die Planung gehabt für sein angeblich bestes Werk. Ich weiß auch schon, wie mein bester Freund und ich damals immer auf IMDb, das gab's damals schon, wir haben gecheckt, was macht das Seagal gerade? Wann kommt endlich was Neues? Wir brauchen neues Futter. 98. Damals? Welches Jahr? 98 ja. Warst du schon im Internet? Also ich nicht, mein bester Freund schon. Der ist ein Informatik-Guru. Ja. Ach so, da hat er sich wahrscheinlich voll eingehackt. Nee, damals muss man sich einhacken. Ab 95 war mein bester Freund online. Ziemlich normal eigentlich. Also auf dem, was es online halt gab. Okay. Und da hieß es, Seagal schafft mit seinem besten Film sein riesen Blockbuster-Teil, The Patriot. Und ich glaube, dann hat Warner Brothers oder sonstige Firmen haben ihm die Zusammenarbeit gestrichen. Und er muss das Ding selbst auf die Beine stellen, relativ. Mhm. So habe ich es zumindest verstanden. Rückblickend ist The Patriot ein netter Film über eine Pandemie. Sehr witzig. Ach so. Und die man aber auch mit Wildblumen bekämpfen kann, ja. Der Film hat, und das gebe ich dem Film, der Film hat gute Musik, der Film hat tolle Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, die haben da den Cinematografen von Der mit dem Wolf tanzt, war es, glaube ich, der hat die Regie geführt beim Film und das sieht man auch. Also es ist ein schöner Film mit einem Steven Seagal als Doktor und Doktor Seagal. Doktor? Ich glaube es jetzt schon nicht. Der aber natürlich eine CIA-Vergangenheit hat, oder? Und der aber in diesem Film wirklich eine für mich fast akzeptable Beziehung zu seiner ganz kleinen Tochter hat. Also das hat für mich, wenn ich alle Augen ein bisschen zudrück, hat das für mich funktioniert. Aber der Film war ein Riesenflop. Und das fand ich auch geil. Auf der Videokassette damals stand auf dem Inhaltsverzeichnis so, was im Film passiert. Und da steht sowas wie, ja, der russische Serienkiller Golon, der Seagal umbringen soll. Diese Figur kam nie im Film vor. Die gibt's gar nicht. Keine Ahnung, warum das drauf stand. Keine Ahnung. Was war das genau für eine Musik, die dir jetzt da so gefallen hat? Was für eine Musik? Ja, halt einfach. Ja, aber du meinst, du hast gerade die Musik in dem Film. Die haben ein passendes Theme runtergelegt. Die musikalische Untermalung war einfach sehr passend. Bisschen ländlich, aber epische Bilder mit epischer Musik unterlegt. Also das hat sehr gut funktioniert eigentlich. Weil du gerade Musik erwähnst, mir ist gerade gestern wieder aufgefallen bei Alarmstufe Rot, also es liegt nicht an dem Film, es ist generell an Actionfilmen aus der Zeit mit 90er. Ich mag diese militärische epische Musik nicht. Diese andächtige Trompete, die da so durchs Bild streicht, die nervt mich irgendwie volle Kanne. Also da bin ich auch viel lieber bei den Ende der 80er, Anfang 90ern, bei der E-Gitarre und den Synthesizer. Ist mir auch bei Hard to Kill wieder aufgefallen, wenn er da am Ende dieser Villa rumschleicht. Das ist irgendwie viel cooler, aber diese blöde Trompete da, die nervt es irgendwie bei jedem Film, der kommt. Ich weiß nicht warum. Ich habe mal Trompete gespielt, also lass mich in Ruhe. Nee, es liegt nicht an, ich habe nichts gegen Trompete. Bebop-Jazz ist ja in Ordnung. Keine Angst.
Nee, Trompete ist in Ordnung. Es ist die Art und Weise, wie gespielt wird, die eben diesen militärischen Charakter herausarbeitet. So dieses typische, wir stehen jetzt hier am Friedhof vor den ganzen gefallenen Soldaten und spielen jetzt diese Genau. Trauermarsch, Trompetenmusik. Also die kotzt mich irgendwie voll an. Ich weiß nicht warum. Sigal war 3 Jahre weg vom Fenster ab 98. Da kam einfach mal gar nichts mehr. Da hat er sich ein Genau, bisschen hat sich um Gewicht Panda-Bären angefressen. gekümmert. Es gibt ein Foto von ihm mit einem Panda-Bär auf dem Schoß und keine Ahnung, was der noch gemacht hat. Tierschutz. Da hast du doch seine Noch Tiere Freunde. Da hat er doch mag, welche. Tiere scheinen ihn zu mögen. Vielleicht ist immerhin, hat er da ein bisschen Freundschaft. Dann kam das große Announcement so um 2000 rum. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, dass der Produzent, die Legende Joel Silver, hat Oh gesagt, ja, wir machen Matrix und die ganzen jetzt 80er-Filme. Comeback für Steven Seagal mit Exitoons. Und zwar, es gibt da, das ist für mich so der Mittelteil einer Hip-Hop-Trilogie. Romeo Must Die war der erste mit Jet Li. Du hast fast den gleichen Cast, abgesehen von Jet Li und Cradle to the Cradle to the Grave. Und in Grave? der Mitte war Exit Wounds. Diese 3 Filme gehören für mich Ja. zusammen. Das ist der gleiche Regisseur. Ich glaube, fast Ja, das das gleiche Skript. Genau, André Batrovia, genau Bartzowiak, was, gell, oder wie der heißt. großartig. Und ja, Seagal bekam einfach folgende Auflage. Mach dich mal wieder ein bisschen fit, lass dir die Haare schneiden und bitte lass deine Indianer-Deckenjacken zu Hause und komm bitte in normaler Kleidung. Und Exitoons war der einzige Seagal-Film, den ich im Kino gesehen habe. Wir gingen an Premierenabend und es war ein Riesen. Für mich war es das Riesenteil. Ich finde Exitoons immer noch geil, richtig. Guter Abgesang von ihm im Kino. Ja, Den hast du den habe ich verpasst, leider auch nicht sonst gesehen. ich. Ich glaube, den Wollte kannst ich du dir noch dann nach dem nachholen. Podcast mal geben. Nextoons ist, du siehst, er ist einiges älter. Er wirkt noch relativ schlank. Ist aber mit damals war 51 oder so. Und ja, es ist ein gutes Actionbrett. Ein richtig guter Film. Okay. Und ja, das war Exitoons. Das war ein Riesen-Comeback. Er war in den Charts. Der Film hat Wen hat er Großartig. da als Co-Darsteller gehabt, als DMX. Hip-Hopper? Auch DMX, wie Ja, genau, in so DMX. Da Cradle to hat the er Grave, damals. den ich übrigens auch nicht Ich gesehen fand den auch nicht gut. habe. Romeo Must Die fand ich wirklich gut. Trotz all der Den Wire-World habe und ich all gesehen, mich. ja. Damals dachte ich, oh geil, dieser Jet Li, das ist der neue Jackie Chan. Der war ja auch damals schon Ja, alter Hut klar, eigentlich, aber zumindest in Jet Li hat Hongkong. damals auch so eine große Zeit und ja, Seagal hätte eigentlich richtig dankbar sein können, dass er dieses Comeback bekommen hat. Vielleicht war es ja sogar. Und scheinbar hat er es auch Er genutzt, hat so wie du ge es genutzt, erzählst. ja, nein, er hat danach, ein Jahr später, nur 2 Jahre später, hat er wieder versucht, einen Kinofilm auf die Beine zu stellen, Half Past Dead. Aber allein schon, wenn man sieht, wie Seagal Ja. körperlich fit war, es war kein Actionstar mehr. Das hat sich so viel Kilos angefressen, da war einfach nicht mein Actionstar. Und ich bin immer der Meinung, ja, ich sitze im Büro, ich darf mir ein Bäuchlein anfressen, aber wenn ich meinen Körper auf der Leinwand zelebrieren muss, in Actionrollen, dann muss ich auch bereit sein dafür. Und das war nicht mehr. Und Half Past Dead ist ein ziemlich unterdurchschnittlicher Actionstreifen. Es ist ein The Rock stirb langsam Verschnitt, den man gerne vergessen kann. Der Film kam noch in einigen Kinos, wurde auch Nee. in Deutschland gedreht, irgendwo in einem Gefängnis. Aber das ist ein typischer B-Film. Würdest du sagen, dass es damit es dann losging mit der neuen Filmografie in Absolut. Anführungsstrichen Und mindere Qualität? würde ich jetzt mal so schreiben, bis etwa 2013 hält jetzt dieses Level an Filmen hält jetzt an. Ja. Ich dachte immer ich weiß nicht warum, aber ich dachte immer, dass Belly of the Beast noch gut Achtung, sein soll. Moment, Oder nur weil ein verwechsel ich Film nur wahrscheinlich. auf Video rauskommt, heißt nicht, dass er gleich schlecht ist. Es gab ein paar wenige Ausreißer und das egal Filmen, die man noch mit Abstrichen empfehlen könnte. Belly of the Beast ist ganz klar einer davon. Exotisches Setting, er macht Spaß, gute Ja. Action-Szenen, aber du siehst schon, es wurde nicht mehr so sorgfältig gearbeitet. Seagal schießt er durch die Gegend, der muss auch nicht mehr nachladen. Ganz komisches Wirework dahinter, Kampfszenen, die einfach nur noch lächerlich wirken. Der Film ist als Actionfilm, du kannst ihn schauen, du fühlst dich nicht verarscht, aber das ist schon nicht mehr das Gleiche Ja. irgendwie. Und du siehst auch, dass die Nebendarsteller, die Okay. werden einfach immer schlechter. Also du hast
Da hast du keinen Tommy Lee Jones mehr drin, der noch was reißt. Da hast du nur noch irgendeinen Ostblock Obdachlosen, dem man gerade 50 Dollar ganz, in die Hand gedrückt hat. Ganz böse, aber das ist halt schon auch das Problem, dass die Filme ab 03 dann meistens im Ostblock produziert worden sind, gerne mal Bulgarien oder Rumänien. Und ganz selten. Ja. Aber haben ja viele Actionfilme dann gemacht. Haben ja die anderen Kollegen nicht anders gemacht. Das ist kein Problem, aber es war einfach ein Zeichen, da ist nicht mehr das gleiche, die gleiche Qualität dahinter wie noch früher. Und ich kann es dir gerne noch sagen, es gibt da ein paar Filme, die du dir mal aufschreiben kannst. Das ist Urban Justice aus dem 2007. Das scheint Urban so ein Spätwerk fast schon. Da hat er, ja, sein Sohn, Polizist, wurde gekillt und er geht in diese böse Nachbarschaft und räumt da mal ordentlich auf. Der Film wurde leider sehr, sehr dunkel gefilmt. Sehr, sehr dunkle Szenen. Sogar in der Sonne scheint das irgendwie alles ein bisschen abgedunkelt, aber. Das ist mir bei, auf Brandon Ice noch aufgefallen. Da dachte ich, diese Szene in der Bar, die ist so dunkel, ich sehe kaum was. Das wird noch schlimmer, aber aus dem Urban Justice ist sehr sehenswert. Ein Jahr später kam Pistol Whipped. Der ist auch durch die Pistole gepeitscht. Der hieß bei uns im Deutschen Deathly Weapon. Großartiger deutscher Titel. Deathly. Und oh Mann. Welcher Praktikant hat das denn anständig und für mich der letzte wirkliche Abgesang von Steven war im 2009 Driven to Kill. Da spielt er einen alten russischen Mobster, dessen Ex-Frau umgebracht wurde und die Tochter liegt, glaube ich, im Koma und er räumt jetzt einfach mal auf. Und da muss ich echt sagen, diesen Punkt gebe ich ihm, da hat er einfach noch einmal was gezeigt. Gute Kampfszenen, körperlich ist er eine Treppe selbst runtergerannt. Du siehst ihn sogar auf dem Parkdeck einem Typen nachrennen. Du siehst, er ist auch selbst damals, also das hat er. Das war ja auch einer der Krux der letzten 20 Jahre, ist egal. Der, wenn er für einen Film engagiert worden ist, der taucht auf am Set, maximum ein Take, der hat wohl keine Szene wiederholt. Wenn du die Filme im Original schaust, ganz oft mussten neue Synchronsprecher muss nachsynchronisieren werden, weil der Typ, der nuschelt vor sich hin oder die Szenen machten keinen Sinn oder hat nur das gesagt, was er wollte. Ich finde, der Steven Seagal hat ein bisschen was von so einem italienischen Gangsterboss. Die sind ja auch so, dass die müssen sich nicht viel bewegen, die müssen auch nicht, die haben es nicht nötig, für andere Leute sich irgendwie anzustrengen. Ja, so, glaube ich, sieht er sich ein bisschen. Und apropos Russland, da haben wir auch noch ein Kapitel. Ja. Wollen wir jetzt schon darauf zugehen? Du hast gerade Russland erwähnt, deswegen ist es mir wieder eingefallen, sonst hätten wir es wohl vergessen. Nee, hätten wir nicht. Du hast ja alles brillant aufgeschrieben. Nee, eben, also vor deinen Augen. Ne? Aber gehen wir mal in die nächste. Wir haben jetzt die B-Movies abgehandelt in sehr, sehr kurzen Stücken. Mehr braucht es auch nicht dazu zu sagen. Aber alles bei Steven Seagal, was nach 2013 produziert worden ist, kann man gut... Ja, Moment einmal, du unterschlägst jetzt zumindest den einen Film, den ich jetzt neulich gesehen habe, aus dem Jahre 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die Attacken, Fotze. Attack Force, ja gut. Ja eben. Ich dachte, ich muss irgendeinen Film aus dem Fundus, muss ich jetzt mal nachholen, damit ich weiß, wovon der gute Dominik da spricht. Bei Attack Force war es ja so, ursprünglich war der Film ja so geplant, dass da irgendein Experiment mit Aliens oder so schief ging, glaube ich. Und das hat dem guten Seagal noch wohl am Set nicht so ganz gepasst und die mussten kurzerhand das Drehbuch komplett abändern, deswegen wirkt dieser Film... Das ist so eine Drogen... Genau, richtig, das war ja dann Drogentypen. Eigentlich sollten es Aliens sein. Und dann hat er doch gegen Drogenjunkies gekämpft, die zufällig irgend so Splice-ähnliche Augen haben. Das ist ja wohl aus dieser Phase, aus den Nullerjahren dieses Jahrtausends, der größte Müllfilm eigentlich. Also der allergrößte. Attack Force ist wirklich schlecht. Richtig massiv. Das sind ja fast schon keine Filme mehr. Das kann man sich ja kaum noch anschauen, oder? Das ist, ja, ich muss sagen, ich fand den weniger schlecht als einfach nur langweilig. Ich fand den einfach nur, natürlich war da nichts gut, aber ich sag mal so, ich habe noch schlechtere Filme gesehen. Ja. Also eines der Speerspitzen an was wirklich handwerklich schlecht gemachte Filme angeht, war für mich SWAT Warhead One. Habe ich gar nicht mit gesehen. Oliver Gruner. Den kennt man aus
Nemesis. Ja, ich kenne Oliver, ich kenne ihn am besten Film, okay. Albert Pune. Ja, genau. SWAT war halt, weil es halt wirklich richtiger Scheiß sind. Da ist Attack Force, sag ich mal, noch ein bisschen drüber, aber der ist halt einfach langweilig. Ich muss mich schon quälen. Der Moment, wo du das Smartphone im Bein wärst, halt um dich abzulenken, dann weißt du, der Film ist richtig schlecht. Oder? Ja, eben. Also ich habe öfters auf die Uhr als auf den Film geguckt. Aber wie gesagt, der ist auch nicht so als Partyfilm zu konsumieren, wo man irgendwie lachen kann, wie schlecht. Nein, gar nicht. Nee, das ist das Problem. Attack Force ist ein der Film hätte gar nie rauskommen dürfen. Das ist ganz klar. Wie oft da irgendwie Leute durch die Wand geschossen werden. Du könntest einen Zusammenschnitt machen, wie oft Leute durch die Wand geschleudert werden und jede Wand schaut aus wie so Kneckebrot. Der Film ist eine Vollkatastrophe, hat auch wieder so billig wie möglich in Rumänien produziert, wie oft damals. Und das Finale, wie der da irgendwie dumm rumfuchtelt mit seinem, das ist wirklich nicht anders als rumgefuchtelt zu bezeichnen, was er da kämpft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Attack Force einmal gesehen, das ist auch schon etwa 12 Jahre her. Also ich habe nicht mehr viele Erinnerungen und da bin ich auch dankbar. Ja, okay. Nee, aber das wollte ich mal gemacht haben, weil es nervt mich auch ein bisschen, wenn ich bei Letterboxd ständig irgendwie 7 Punkte oder 3,5 Sterne gebe für einen Film. Ich wollte auch mal wieder irgendwie. Mal was Tiefes, mal was Schlechtes. Ich muss doch mal wieder den Tiefpunkt gehen. Ich bin nicht ganz sicher, warum der Seagal sich dann komplett hat fallen lassen. Aber ich nenne das jetzt mal, die C-Movie-Ära begann etwa 2013. Denn alles, was danach kam, war absolute Untergrütze. Der Seagal taucht bei einigen Filmen vielleicht noch 5-6 Tage am Set auf. Oder er verkauft seinen Kopf, um ihn auf das Cover der DVD zu packen. Dabei ist er noch 5 Minuten im Film. Also ganz kurz, weil ich es gelesen habe, stimmt es, dass auch für Attack Force sich so geeinigt hat, dass er sagt, ich werde nicht vor 13 Uhr arbeiten, sondern da hat dann eben der Regisseur vormittags irgendwie allein ohne ihn gedreht und dann später erst mit Seagal und ich glaube, deswegen ist der Film auch irgendwie studierig zusammen geworden. Michael Keusch, glaube ich, war was ein Deutscher, Michael Keusch. Ja. Genau, Keusch. Wäre mal lieber Keusch geblieben, was Filme machen angeht. Ich glaube, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen und er hat das auch ziemlich bestätigt, mit Seagal zu arbeiten ist eine Katastrophe. Und vor allem, je älter er wird, desto dievenhafter scheint er sich zu benehmen. Also schaut man sich mal seine letzten Entwürfe an. Es gibt einen Film von ihm von 2016, glaube ich, Sniper Special Ops oder sonst sowas heißt der Film. Auf diesem Film siehst du Seagal 80 Minuten auf einem Stuhl sitzen. Auf seinem Arsch. Und wie viel Screentime hat er? Ja, 20 Minuten etwa. Er ist da der Supersniper, der irgendwo in Afghanistan seine Truppe rausschießt und er sitzt einfach nur da. Er sitzt einfach nur da. Und ist ein Kinder-Country-Riegel. Katastrophe. Und deswegen, wenn jetzt ein neues Seagal rauskommt, und da war ich früher sogar bei den B-Movie-Werken, ich muss den Trailer sehen, richtig geil. Okay, das könnte wieder der typische Schritt in die richtige Richtung sein. Diese Schritte gibt es nicht mehr. Das ist fertig. Das ist egal. Der ist vorbei. Er ist wirklich vorbei. Auch altersmäßig ist es wohl 69, wie du gesagt hast. Der wird nicht mehr in bessere Form kommen. Der hat 2013 angefangen, so ein hässliches Bärtchen im Gesicht zu haben. So ein Goatee. Ja. Bei dem ich frage, ob er echt ist. Der sieht nämlich nicht so echt aus. Aber immer so eine Mini-Sonnenbrille hat er auf. Und wirklich in praktisch allen Filmen das gleiche Outfit, der gleiche Mantel. Wie so ein Mickey Mouse. Er ist eine Karikatur, kein Schauspieler mehr. Er ist effektiv nur noch eine ganz widerliche Karikatur seiner selbst. Aber es gab doch zumindest einen Moment, wo man meinen könnte, jetzt hätte er so eine Art Comeback, wo jetzt wieder so ein bisschen vielleicht einer größeren Zuschauerschaft bekannt gemacht wird in Machete. Er hat versucht mit Machete, genau richtig, da war er ja als Bad Guy, das war 2009 rum, oder war das 8, 9? Und hat da nochmal einen ganz ordentlichen Auftritt gehabt. In einem das wirkte Spiel für mich schon wie ein ein sinniger Cast. Das war schon inspiriert. Ja, war schon gut. Den da reinzupacken. Er hat ja auch danach noch 2010, 11, 12 rum, hat er noch 2 TV-Serien vom Stapel gelassen. Und zwar eine war die Doku-Serie Steven Seagal Lawman. Und da muss man wissen. Genau, das ist der Sheriff. Da war der Sheriff, anbeweisen. Und zwar Seagal war, wie nennt man das, Sheriff Ehrenhalber oder irgend sowas? Wie sagt man, ehrenamtlicher Sheriff. Ehrenamtlicher Sheriff in Arizona oder irgend sowas. Er hat ehrenamtlich Leuten die Drogenspritzen aus der Hand gejagt und ihnen links, rechts einen Backpfeil hinterpasst. Genau, und da gab es eine Serie drum mit, keine Ahnung, 1 oder 2 Staffeln. Ich habe die Serie nie vollständig gesehen, weil sie war mir einfach zu langweilig.
wo er auch den Polizisten hilft, sie zu trainieren, denn nur Steven Seagal kann einen Polizisten trainieren. Oh, da werden wir auch beim, kennst du die Geschichte mit Anderson Silva? Ja, kenne ich. Der MMA-Kämpfer, der war halt irgendwie mal Steven Seagal, den hat ihn mal zu sich eingeladen und Steven, hast gesehen, wie der Steven Seagal ihm sagt, nee, du darfst nicht schlagen, warte, du musst so machen, damit er Aikido-mäßig auch seinen Block ausführen kann. Ne? Nichts davon konnte er im MMA-Kampf anwenden, aber er fand es mal lustig, mit ihm gekämpft zu haben. Auf jeden Fall hat dann der Anderson Silva diesen Kampf gewonnen gegen Vitor Belfort mit einem Frontkick, mit einem stinknormalen Frontkick, den du... Der Seagal ihm beigebracht hat. Passt den, ja, und dann kommt der Seagal her und klopft sich auf die Schulter. Ey, das habe ich ihm gezeigt, ja, das war ich, ne? Das hat er von mir gelernt, diesen Frontkick, der super geheime, tödliche Frontkick. Ey, ja, so ein Ego musst du haben. Auch im Beruf musst du genau so ein Ego haben. Ich hab's meinem Chef beigebracht, ja? Großartig. So machst du Karriere. Ja, so macht man sich vor allem sympathisch, wenn man immer gern irgendwie versucht, irgendwelche Lorbeeren einzuheimen. Ne? Steven hat aber auch noch eine Action-Serie gemacht, die hieß True Justice. Und der Titel sagt mir was, ich wusste aber nicht, dass er eine Serie gemacht hat. Das war eine Serie, ich glaube, es war 20 Folgen, 2 Staffeln. Und ja, ging halt einfach um Seagal, eine Spezialeingreiftruppe irgendwo in New Orleans oder sowas. Ich habe, glaube ich, 2, 3 Folgen gesehen. Und die meisten dieser Episoden wurden von Keone Waxman inszeniert. Waxman? Der hat auch einige der B-Movies von Seagal gemacht und ja, ist auch so ein Durchschnitts-Action-Regisseur, der nicht so viel kann. Deswegen kann ich dir da nicht wirklich dazu raten, dir dieses Zeit und Geld da reinzustecken. Aber es war, glaube ich, ein ganz, ganz ordentlicher Erfolg. Ich meine, Seagal hatte wirklich gerade eine bessere Zeit. Und ein paar seiner Filme waren leicht besser. Zwischen, wie gesagt, 2007 und 2010 rum. Da kann man sich fast alles anschauen, was er gemacht hat. Noch ein Vorwurf, den ich gelesen habe, auch wieder in Bezug auf Attack Force, aber geht wahrscheinlich auch für alle anderen Filme auch, dass er bis trotz allem, trotz seines Status, dass er jetzt nicht mehr so die große Nummer ist, trotz allem wählerisch ist und Filme dann erst dann dreht, wenn er die Skripte, die Drehbücher entsprechend anpassen darf. Und scheinbar, wo er sich A, erstmal besonders viele Szenen reinschreibt, in denen er sitzen darf. Und B, Szenen reinschreibt, wo immer irgendwie junge Damen ihn betänzeln. Das sind wir wieder beim Creep-Seagal. Das ist so widerlich. Das ist einfach, die Frauen werden ja immer jünger. Also, im Seagals Film, das ist wirklich, das ist richtig widerlich. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Sexszene mit Steven Seagal. Das sollte unter Tierschutzverbot stehen, das geht gar nicht. Das darfst du dem Zuschauer nicht antun. Das ist ganz hässlich und, klasse Szenen in Stripclubs liebt er. Er mag, wenn eine Frau sich vor ihm auszieht, offensichtlich, auch vor Filmen. Er braucht das wohl für sein männliches kleines Ego. Ja, das ist schon krass. Also, das ist, Nicht anschauen. Nee, das hast du in jedem Film hast du sowas drin. Übrigens, wie steht's denn um seine Ehen? Wie oft war der verheiratet? Was ist 3, 4 Zeit verheiratet? Ich weiß, er war mit Kelly LeBrock verheiratet. Das war sein Co-Star in Hard to Kill. Ach so. Der hat Liebelei am Set. 2 Kinder. Hat sie aber dann betrogen, irgendwann mit seiner Haushälterin. Und dann hat er, glaube ich, eine japanische Frau gehabt. Die hat er auch wieder betrogen. Jetzt hat er, glaube ich, eine andere Frau. Bin ich mir sicher. Ach so, Moment mal. Die japanische Frau wird dann die gewesen sein, wo er dann, die er in Japan kennengelernt hat, dessen Vater er, ah, war noch das eine, Dojo er übernommen ah, hat. Da war noch eine vor Kelly LeBrock vielleicht. Ganz ehrlich, ich kenne sie gar als Frauenhistorie. Ja. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, aber weißt du, was ich immer dachte? Also früher schon als Kind, ne? Man wusste schon ein bisschen Bescheid. Ich habe gerne Namen gelesen, wenn Credits kamen. Und ich habe bei Al Bundy, kennst du ja, ne? Married with Children. Ja, natürlich. Okay. Bei der Vorschau, da werden ja immer die Schauspielernamen gezeigt. Und bei der Katie Seagal, für Peggy, dachte ich immer, es wäre die Ehefrau von Steven Seagal. Oh Gott, oh. Nein. Katie Seagals Ehemann würde Steven Seagal umbringen bei lebendigem Leib. Und das ist ein richtig cooler Typ, dass das da hat so einen angedeutschten Namen. Das ist der Produzent von Sons of Anarchy. Ja, oh, nie gesehen. Scott Sutter? Scott Adkins vielleicht? Das wäre geil. Nee, ist nicht verwandt, nicht verschwägert, zum Glück.
Ja, mir war es auch klar, da fehlt ein E, aber trotzdem, ich hab mich nicht losreißen können von diesem Gedanken oder von dieser Vorstellung, dass die beiden ein Paar wären. Nur deswegen. Passenderweise hat der Steven hat einen Sohn, Kentaro Seagal. Oh, Und japanischer Name. ich habe mal einen Film mit ihm gekauft, aber ich habe es noch nicht über mich gebracht, mir dieses Werk anzuschauen. Kentaro. Ja, das machen sie Kentaro. ja auch gerne, ihre Kinder in Filme reinstecken. Macht ja auch der Van Damme Ja, der mit macht, Christopher. aber der macht es zu exzessiv. Ich kann seinen Sohn nicht mehr sehen. Ja. Das nervt. Aber ey, ganz ehrlich, der Sohn von Van Damme ist ein besserer Schauspieler als Jaden Smith von Will Smith. Den Ja, gut, würde ich eher als Star sehen wollen. ich würde auch lieber meine Mineralwasserflasche, die ich vor mir habe, lieber im Film sehen als Jaden Smith. Von dem her ist das ganz okay. Nee, tut es egal, was kann man zu ihm noch sonst noch sagen? Es gab immer wieder Gerüchte, dass er an Projekten arbeitet wie Above the Law 2. Es Oh gab ja, das müssen Gerücht, wir dass er unbedingt sehen. Under Siege 3 arbeitet. Die Gerüchte hat er vor ein paar Jahren selbst auf Twitter verbreitet. Ey, das bringt nichts. Was soll es denn bringen? Das wird doch Ja, nicht die bessere Qualität. nein, vor allem, nein, das wird nicht passieren. Es wird kein gescheites Studio wird in Seagal nochmals Geld investieren. Das ist ganz klar. Da wird kein Ja. Warner Brothers mehr kommen und sagen, du, jetzt machen wir nochmals was. Das passiert nicht. Jetzt Zudem machen wir den großen Comeback-Film. müssten wir auch noch sagen, er wurde ja, wie man hört, angefragt für Expendables. Ja, genau. Er hat abgelehnt, weil er mit irgendeinem der Produzenten nicht klarkam. Ja, klar kommt er nicht klar, wenn du Der stets kommt vom mit Set niemandem wegläufst klar. und alle in dem permanent verklagt wirst, von allem, weil du deine Arbeit nicht richtig erledigst, würde ich mit den Leuten auch nicht klarkommen. Aber ich glaube, der Stallone hat eigentlich gesagt, er hätte ihn gerne dabei gehabt. So habe ich es gemeint zu hören, jedenfalls. Aber Ja. das ist egal, ist halt kein Teamplayer. Ich hätte ihn Ja. gerne als Bösewicht gesehen, das wäre richtig geil. Vielleicht passiert es ja doch noch. Sollten Vielleicht passiert es Expendables doch 4 noch. kommen. Vielleicht passiert es ja doch noch. Vielleicht doch noch. Nee, aber ich würde ehrlich gesagt trotzdem in einem Expendables-Film lieber, hätte ich lieber den Michael Dudikoff nochmal gesehen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Warum hat der Ich denn auch. gefehlt? Verdammt. Natürlich. Das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Was haben wir Also. noch zum Signal? Hast du noch was auf deinem Sheet? Ich gucke mal auf unser Sheet. Aber wir dürfen nicht vergessen, natürlich, der gute Steven ist seit 2016 serbischer Staatsbürger. Ach ja, genau, das hatten wir noch, das Russland-Thema. Hab nicht genau verstanden, warum es Serbien. Er wurde dann 2018 wurde auch noch Russe. Ja, scheinbar ist Putin ein großer Fan von ihm, genauso wie er Fan von Van Damme ist. Der Putin mag einfach Die harten die Männer. Actionhelden, die harten Männer, ja. Ich weiß nicht, wie das genau da zustande gekommen ist und wie oft die sich privat getroffen haben, keine Ahnung. Es gibt ja Szenen, wo die sich die Hand schütteln und der Putin lässt sich so ein bisschen ein paar Griffe zeigen. Das gibt schon alles. Was ich lustig fand, neulich erst vor ein paar Wochen erst, ganz frisch, habe ich auch im Forum gepostet, da war Steven Seagal zusammen mit Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, zusammen bei meinem persönlichen Lieblingskoch aus Usbekistan, waren bei ihm zu Gast und haben dort Plov gegessen. Unglaublich. Und das war so Ich eine dachte, wunderschöne was? Szene, wie die da gesessen sind. Wunderschöne Szene. Ja, Seagal-Film verpasst. Und dann fängt halt der Koch an, wirklich zu schleimen. Ich meine, der ist nett, ich meine, der ist sehr gastfreundlich und muss natürlich nette Worte finden, aber wieder in den Arsch kriegt und sagt, ja, we have here our best actor, best sportsman, best person und bla bla bla. Und ich denke, ja, komm, hör doch auf. Ich glaube, Das Stanik Khankishiv. Ich frage mich, ob Till Lindemann das so toll gefunden hat, mit dem da zu sitzen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie kommt es zustande, dass die jetzt da an einem Tisch saßen? Ach, keine War Ahnung. das. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht kannte er den Koch und wollte bei ihm essen und zufällig kam so. Und Steven Seagal Vielleicht ist eh und lebt eh dort in Russland. lebt er dort? Und Denkst du, er lebt? wenn er Staatsbürger ist, möchte ich meinen, dass er dort auch lebt. Er hat ja auch, laut Wikipedia wird sein Name in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Ich dachte, er hat ein riesen Anwesen in der Wüste von Arizona irgendwo. Oder hat er ein privates? Wir bräuchten eine MTV-Show, The Fabulous Life of Steven Seagal, und dann wird er uns das schon alles zeigen. Es gab vor 10 Jahren oder so eine Sendung von so einem Typen, einem englischen Reporter, der hat Steven Seagal aufgespürt in Arizona und Seagal hat ihm seine ganze Villa gezeigt. Und Ja. das war doch ziemlich spannend, wo der Seagal überall seine Waffen versteckt hat. You have Ja.
Er ist ein bisschen crazy, der Typ. Was kannst du mir über seine Musikkarriere erzählen? Er ist ja angeblich auch ein großer Musiker. Das ist eine Maschine, der Steven. Der hat zwei, der hat schon, also hat, da müssen wir weit zurückgehen. Er hat, glaube ich, schon die Titelmelodie von Glimmerman gespielt. Ach was. Ich wollte gerade fragen, kann er wirklich ein Instrument spielen? Ja, er kann spielen. Das weil irgendeinen von diesen Rant-Videos wird ein Video gezeigt, wie er bei einem Konzert irgendwie spielt und dann irgendwie die Hände hochhält und sich feiern lässt, während die Musik weiterläuft. Das impliziert, dass irgendwie ein Playback im Hintergrund läuft, was wieder das Bild bestätigt, dass er gerne sich als jemand inszeniert, der er nicht ist. Dieter Bohlen kann wohl auch irgendwie Piano spielen, aber macht wohl bei seinen Konzerten, das singt er auch nicht selbst. Also, nee, ich glaube, Sigal kann, er kann Gitarre spielen. Kann er gut Gitarre spielen? Das kann ich dir nicht beantworten, da bin ich zu wenig Musiker. Er hat 1997 für Five Down Below einige Songs mit der Band Taj Mahal aufgenommen. Und dann kam 2004 oder 2005, hat er sein erstes Album rausgebracht. Und das Werk heißt Tales from the Crystal Cave. Tales from the Crypt, dachte ich, komm jetzt. Es ist wunderbar, wunderbares Album. Nee, ich war halt ein Fan. Ich habe das Album und ich kann zugeben, dass er da zwei, drei Songs drauf hat, die wirklich ganz okay sind. Den Rest musst du dir nicht mal anhören. Er hat dann ein paar Jahre später noch ein Blues-Album rausgebracht, Mojo Priest. Das habe ich mir nicht mal angehört. Das ist einfach. Mojo Priest. Ich glaube, das wäre gar nicht meine Musik, es ist halt Country. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr wetten, ob es guter Country ist. Keine Ahnung. Nee, was ich noch sagen kann, es gab dann eine Tour, eine Steven Seagal ging auf Tour mit seiner Band irgendwann und hat dann 2005 rum oder 2006 rum wollte er in der Schweiz spielen, in Genf. Mein bester Freund und ich haben Tickets geholt und wir so, hey, Seagal hat uns unsere ganze Jugend begleitet. Es gibt für, ich weiß nicht mehr... 200, einmal live sehen würde ich auch machen. 200, ja klar. 200 Franken, glaube ich, gab es Meet-and-Greet-Tickets. Und ich, what? Meet-and-Greet, ist egal, da bin ich dabei, logisch, oder? Und effektiv ein Tag vor dem Konzert wurde das Ganze gecancelt, weil wohl einfach viel zu wenig Karten verkauft wurden. Wir waren wohl die einzigen Leute da gewesen. Und das ist mein Konzertbericht, den ich hier auf unserem gemeinsamen Blatt hatte. Das Konzert hat nicht stattgefunden. Das Geld kam zurück vom Veranstalter, alles gut. Aber das wurde nichts. Schade. War das eine große Halle, die da angedacht war? Oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kenne Genf auch nicht so gut. Ich weiß es nicht mehr. Es wäre für uns eine 3-4-stündige Autofahrt gewesen. Also. Ja, okay. Kann es auch nicht mehr sagen. Hätte auch sagen können, dass sie eine kleine Turnhalle gemietet haben, die nicht voll wurde. Ja, ich denke mal schwer, wenn so ein, auch David Duchovny hat schon in der Schweiz gespielt. Du kennst David Duchovny. Ach, der ist auch Musiker? Mulder. Der hat vor 6-7 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, hat gedacht, ich nehme jetzt mal ein Album auf. Und das ist ganz anhörbar. Das heißt, glaube ich, gestandener Mann, der ist über 40, 50, hat angefangen, Gitarre zu spielen und hat was. Hat auch schon ein Kinderbuch geschrieben, der macht eigentlich alles, Duchovny macht eigentlich alles. Aber, oder Mann? Ja, Kiefer Sutherland macht's ja auch, also jeder zweite Schauspieler macht Musik. Jeder zweite Schauspieler macht Musik, Mensch. Du, haben wir noch was? Haben wir noch was, was wir unserem großen Publikum schon mitgeben können? Naja, wir könnten natürlich trotz allem versuchen, eine Art Top 3 für Neulinge, für Interessierte zusammenzustellen, wenn man nicht Lust hat, sich durch die komplette Filmografie durchzukämpfen, und es ist ja viel, was man gucken könnte, vielleicht doch mal so irgendwie 2-3 Filme an die Hand geben, mit denen man so ein Gefühl für das Phänomen Seagal bekommt. Was würde ich da wählen? Ein guter Umriss wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall Hard to Kill. Allein schon wegen der Szene am Anfang, die ich als quintessentiell betrachte. Dann wahrscheinlich geht wohl kein Weg an Alarmstufe Rot vorbei. Und was könnte man denn da noch machen? Die sind sich halt irgendwie, um ein breites Feld abzudecken. Ja, und ich würde fast auch sagen On Deadly Grounds, weil es ist ja der einzige Steven Seagal-Film, den auch wirklich wo er Regie geführt hat. Genau, richtig. Also hast eine schöne Wahl getroffen. Ich
bring es da zum Töten freigegeben, Mark for Death. Das ist mein liebster Film von ihm. Ja. Weil du den ersten Alarmstufe Rot schon gebracht hast, bringe ich den zweiten. Ganz klar, ja. Den ist sehr, sehr anschaubarer Film. Und ich bringe noch Exit Wounds, weil der halt so einen auch ziemlich modernen Touch hat, auch schon 20 Jahre alt, aber der Film wirkt modern, schnelle Schnitte, aber gute Choreografie, ist egal, kommt denn noch was. Und das war halt ein Joel Silver Film, der Mann wusste, wie man Action ins Kino bringt. Das sind meine drei. Zum Tötet freigegeben, Alarmstufe Rot 2, Exit Wounds. Exit Wounds, da können Sie ja die jungen Leute mal dran versuchen und versuchen zu verstehen, was man damals daran gefunden hat. Und man muss es heutzutage nicht mehr so finden. Ja, weil auch, ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja auch bei aktuellen Actionfilmen gibt es ja auch viele Kampfszenen. Und ich meine, einige Kampfszenen von Seagal wirken trotz allem schon ein bisschen betagt. Das ist schon alles ein bisschen ruhiger, ist ein bisschen gelassener, aber wenn es heutzutage mit, keine Ahnung, mit The Raid vergleichst. Ja, gut, okay. Du kannst natürlich, das ist auch krass. Das ist ein ganz, ganz krasser Vergleich. Nehmen wir Extraction, aktuell. Nehmen wir jetzt das Roundhouse-Gekicke von Chuck Norris, da wirkt jedes Seagal-Film ultramodern und brachial. Ja, das finde ich auch ein bisschen cooler. Das Seagals Kampfstil war wesentlich cooler, aber ich habe gerade gestern einen Scott Adkins-Film gesehen, Avengement. Findest du auf Netflix. Ja, den muss ich noch sehen, den habe ich immer noch nicht gesehen. Und Scott Adkins ist halt einfach, das ist ein Mega-Action-Star, der leider nie zum richtigen Star avancierte, aber... Da habe ich schon eine Idee für einen neuen Podcast. Da bin ich sofort mit dabei, das weißt du. Scott Adkins, ich mag den Typen auch, ich glaube, das ist auch ein ganz sympathischer Mann. Und wenn du das vergleichst, das darfst du gar nicht, ja. Scott Adkins ist für mich der Einzige, der in einem allfälligen The Raid Remake vielleicht die Hauptrolle spielen könnte. Vielleicht. Aber dazu mehr in einem anderen Podcast. Genau. Wollen wir mal unser Publikum entlassen? Wollen wir mal unseren Seagal-Podcast besiegeln? Wunderbar, schön gemacht. Ja, wir wollen ihn besiegeln, ja, ich würde auch sagen. Okay, aber nicht ohne vorher noch zu meinem, unser Filmquiz aufzulösen. Ah ja, stimmt, da war noch was. Damit werden wir das Ganze besiegeln. Na super. So, du erinnerst dich noch an den Song, den ich dir vorgetragen habe? Ja. Hot 2, Hot 2, Ziggity, Boom, Boom, Hot 2. Mal mehr zum Inhalt. Es geht um einen reichen Immobilienmogul, der auf einem bestimmten Stadtteil ein Einkaufscenter bauen will. Ein Stadtteil, wohl bemerkt, bevölkert oder beheimatet von hauptsächlich Obdachlosen. Leider kann er dort nicht drauf bauen, weil ihm nur die Hälfte des Stadtteils gehört. Die andere Hälfte gehört einem anderen Immobilienmogul. Und dann streitet er sich mit dem und sie kommen zu einer Wette. Der böse Immobilienmogul wettet mit ihm, dass er es nicht schafft, 30 Tage lang in genau diesem Viertel zu überleben mit den Obdachlosen ohne Geld. Und er sagt, kann ich wohl. Und wenn er das schafft, 30 Tage lang, dann gewährt er ihm die Hälfte, seine Hälfte dieses Grundstücks. Und Film dreht sich eben darum, wie dieser reiche Milliardär völlig losgelöst von seinen Kreditkarten und seinen Anwälten dort versucht, 30 Tage lang in diesem obdachlosen Viertel zu überleben. Und unter anderem guckt er sich eben von einem Jungen ab, der gerade genau dieses Lied singt, Hot 2, Hot 2, und dadurch sich ein paar Münzen in seinem Münzbecher verdient. Das versucht er nachzumachen, das sieht richtig, richtig ulkig aus, wie er versucht, das nachzusingen und so nachzutanzen und kein Mensch die Münzen reinwirft. Shit. Das Leben stinkt von Mel Brooks. Ah ja, natürlich. Ich weiß, ich habe den mal gesehen, aber da war ich schon, das ist schon verdammt, verdammt lange her. Ja, bei mir ist auch lange her, aber ich habe den damals gern gesehen und diese Szene hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe sie immer wieder gern gesehen. Ist auch einer dieser Filme, die irgendwie nicht so gut greifbar sind heutzutage. Also den gibt's nicht per Stream, den gibt's nur in einer gebrauchten Mel Brooks Box zusammen mit anderen Filmen. Ich wollte sie mir mal holen, weil ich mal wieder die Filme auffrischen wollte. Aber wie gesagt, zwar schon 20 Jahre lang nicht mehr gesehen, aber die Szene habe ich immer noch im Kopf. Man kann sie auch bei YouTube sich angucken. Hot 2, Hot 2, Ziggity Bean Bam Boom, Hot 2. Hot 2, Hot 2, Ziggity Bean Bam Boom, Hot 2. 2, Hot 2, Ziggity Bean Bam Boom, Hot 2. Hot 2, Hot
Großartig, großartig. Aber es ist auch so ein Beispiel, warum ich immer noch warum ich immer noch Filme zu Hause habe. Ich habe noch DVDs und Blu-rays in meinem Keller. Ja, ich natürlich auch. Ich mag Stream, ich habe 3 Streaming-Portale, ich mag die sehr, aber wenn ich dann wirklich was suche, dann will ich es auch haben. Ja, bei mir ist es auch so, in den meisten Fällen streame ich jetzt Filme, weil ich weiß, die meisten Filme gucke ich nur einmal. Es gibt Ausnahmen, wo ich dann auf einen Film nochmal Bock habe, der mir besonders gut gefallen hat, dann hole ich mir aus Prinzip nochmal ins Regal. So mache ich es auch mit Musik. Wenn mir auf Spotify was gefallen hat, kaufe ich es mir trotzdem nochmal auf Vinyl. Ja, mache ich. Okay. Und ich kaufe es mir digital noch. Also vor allem kleine Musiker unterstütze ich immer. Kann ich nur Spotify rein. Ja. Ich kaufe noch Alben, ja, das ist so. Ja, das muss auch sein. Wir sind gute Menschen, Sergej. Das finde ich gut. Wollen wir das Ganze besiegeln? Besiegeln wir das doch mal. Liebes Publikum. Ich habe hier, wenn ich jetzt meine Notizen durchgehe, haben wir noch das Thema Fehde mit Van Damme ausgelassen oder nicht ausführlich besprochen. Aber das können wir auch in einem Van Damme-Podcast nachholen. Ich glaube, das machen wir. Der kommt wohl auch sehr bald, nehme ich an. Der kommt auch sehr bald. Generell, ich finde es ja schön, ich sehe in diesem Podcast eine schöne Gelegenheit, viele Filme nachzuholen und aufzuarbeiten. Weil ich finde, wir können zum Beispiel auch mal über Leute sprechen wie Gary Daniels, von dem ich auch jetzt kaum Filme gesehen habe, den aber eigentlich sehr sympathisch finde, wenn ich mal seinen Facebook-Story verfolge. Das ist eigentlich ein cooler Typ. Das können wir sehr gerne machen. Oder Dolph Lundgren, muss ich auch zugeben, habe ich sehr viele Lücken. Also ich kenne eigentlich nur I Come in Peace. Nee, Dolph ist großartig. Dolph ist ein super Typ. Ich mag den. Dolph ist auch menschlich auch, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Typ. Der ist ein menschlich cooler Typ. Da ärgert es mich, dass ich so viele Lücken habe. Aber Lücken sind gut, dann kannst du diese Filme noch neu genießen. Das ist eben das Gute daran. Man kann sie neu genießen. Ich weiß nicht, ob ich heutzutage noch mal so ein He-Man genauso gut genießen könnte wie damals. Nee. Ich verwechsel mal He-Man mit Beastmaster, aber ich glaube, das geht vielen so. Nee. Okay. Nee, aber das kommt auch noch. Aber liebes Publikum, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, würdet ihr uns bewerten auf allen Portalen, die wir können. Obwohl wir gar noch nicht wissen, das ist eine Pilotfolge, wir wissen noch nicht genau, wo ihr uns überall hören könnt. Vermutlich auf Spotify, vermutlich auf Apple Podcast und vermutlich auch auf Deezer. Werden wir bald zu finden sein. Und Podcast Addict. Und Podcast Addict natürlich. Und dürft uns dann auch gerne zukünftig uns schreiben. Am besten per Instagram. Die Seite wird demnächst von uns aufgeschalten. Ihr dürft auch ruhig ranten, denn wir sind durchaus kritikfähig. Absolut. Nicht so wie es egal. Wir werden es auch nicht leugnen, wenn ihr Scheiße findet, wenn wir mal dummes Zeug reden oder sowas. Dürft uns gerne korrigieren. Ja. Wenn es was zu korrigieren gibt. Und das war's. Spaß gemacht. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich bin jetzt sehr durstig und gehe jetzt gleich mal was trinken. Und wir werden jetzt virtuell anstoßen auf eine tolle Podcast-Zukunft. Absolut. Cheers. Ich war der Sergej und du warst der Dominik. Und wir schießen jetzt gemeinsam ins Aus. Absolut. Okay, also wir sagen Tschüss und Ciao und Servus und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Etwa, genau. So ist der Plan. Jo, haut rein, ciao. Ciao.